spiele als Lommel, ich spiele als Pauline, ich spiele als Paul und Baron. Ich spiele als Genießer, ich spiele als Spießer, ich spiele in jeder Person. Gestatten Sie, wie gewöhnlich, Paul Neugebauer persönlich. Ich hab's in der Kehle, womit ich sie quäle, die Damen in Rang und Parkett. Ich spiel meine Platten, um sanft zu ermatten und gehen mit Empfindung zu Bett. Erwin Hartung, der deutsche Rundfunktenor, er singt's uns allen auf Schallplatten vor. Kleine Möwe fliegt nach Helgoland, bring dem Mädel, lass ich lieber einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Oh, kann der Gonny singen das so, ah? Ach, sei stille, Pauline, das geht nicht gar nicht an. Bald spiel ich mit Pose als Jazz-Virtuose in nervenvernichtendem Takt. Und kommt dann ein Walzer, dann hol ich das Schmalz her. Ich weiß, was das Publikum packt. Bernadette mit den Locken so schön onduliert. Er spielt, bis die Welt die Unschuld verliert. Sei still, es geht dir doch. Naja, aber sei, soll es ruhig sein. Bald singe ich euch Lieder von Rosen und Flieder mit einer verdammten Kultur. Und wie ich dann schluchze und königlich juchze, das kann eine einzige nur. Pauline Neugebauer, sie jodelt mit Schwung. Wie lang schon, ich bitte sie, Pauline bleibt jung. Ich möchte so gern wieder mal in Grinzing sein. Beim Wein, beim Wein, beim Wein. Dort schaut man so tief in den Himmel rein. Beim Wein, beim Wein, beim Wein. Das hat doch der Herrgott so herrlich gemacht, dass er nach 6 Tagen Arbeit ein Feiertag lacht. Drum wollen wir ihm auch recht dankbar sein. Beim Wein, beim Wein, beim Wein. Na, wenn du das Schönsingen nennst. Ach, das geht dich auch nicht an. Dreh lieber die Platte wieder um. Bald singe ich ganz einfach, weil das nun mal mein Fach, den Leuten die längsten Couplets. Je mehr sie dann klatschen, je mehr muss ich quatschen, ein Glück, dass ich allerhand weiß. Otto Reuter sang Strophen, du lachst und du weinst, die Strophen sind endlos und klingen wie eins. In Rungsendorf lebt man in Ruhe und Frieden, es ist das allerschönste Land in Eden. Es gibt keinen Streit, man braucht sich nicht verklagen, ach würdet ihr wie jen euch vertragen. Der deutsche Michel liebt das Prozessieren, auf gleicher Weise wird den Streit verlieren. Bezahlt er unnütz den Anwalt und's Gericht. Bei uns in Rungsendorf gibt's sowas nicht. Ihr saht mich oft am Mikrofone stehen, der Hörer hört mich, ohne mich zu sehen. Und meine Neider verfolgen mich mit Flüchen, sie können mich weder sehen noch hören, sie können mich nicht mehr riechen. Eins möchte gern Prosa, das andere schätzt ein Liedchen. Es ist unmöglich, alle zu befriedchen. Drum freue ich mich, wenn jetzt Applaus ausbricht. Bei uns am Rundfunk hört man's leider nicht. Jetzt höre ich im Zimmer furchtbares Gewimmer, Schallplatten mit kreischendem Ton. Es bellen die Tölen, die Kinder, die grölen, da laufe ich schließlich davon. Es krächzt und es kratzt, die Platte läuft krumm. Caruso dreht sich im Grabe herum. Du musst doch erst einmal aufziehen, Paul, so geht doch das nicht. Ja, doch lass mich zufrieden. So, und jetzt der Stift drauf. Nun geht's los. Auf dieser Trüger, die schiebt bei Herzen, fangen sie klagen, fangen sie.
sie scherzen, ob spielen, lächeln, ob ihre Züge auf lockerem Hat ihr gebracht? Habt ihr gebracht? Ja, habt ihr gebracht? Und denk ich beim Scheine des Vollmonds beim Weine mal einsam an Rundfunk zurück, dann spiel ich euch Szene für Szene alleine und schließlich das sämtliche Stück. Gestatten Sie, wie gewöhnlich, Paul Neugebauer persönlich. In Runzendorf, wer weiß es nicht, hab ich nen eigenen Sender. Dort sendet mein Antenner, ich bin in die Fernsehländer. Die anderen Sender in der Welt brauchen für jede Szene ein Dutzend teure Schauspieler. Ich mach mein Dreck alleine. Also, auf in den Kampf, Torero, auf ins Finanzamt. Du meinst wohl Caro? Ja, Caro, Caro, den Hund, ja. Komm, mein Caro, den nehme ich mit zu meiner Unterstützung, nicht wahr, mein lieber Caro? Und richtig auftrumpfen, Paul, nicht gefallen lassen von den Leuten. Nee, nee, nur du weißt ja Bescheid, ich bin ja mutig. Ich war ja viele Jahre bei Verdun, bei Wauks, Mau, Beuge, ich hab was gelernt. Wenn sie Vermögensteuer wollen, sagt sie Vermögen, ja. Wir Vermögen aber nicht mehr zu zahlen. Das ist sehr gut sogar, sehr gut, ja. Wenn sie Kopfsteuer verlangen, sagst du, dein Dates ist sowieso nicht mehr wert. Na, das ist ein bisschen übertrieben, du. Wollen sie Kirchensteuer, sagst du, bist synagogisch, du wirst schon mal eine Ausrede finden. Ja, ja, lass mal, ich weiß schon Bescheid, dir brauchst du keine Vorschriften machen. Man muss dir ja alles vorkauen, sonst bist du ja zu feige. Ich zu feige? Na, dann pass mal auf, du, ich gehe aber gleich hier rein und zu unserem Dezernierich und da werde ich dem schon was erzählen. Ich bin dem Maler Orden und Ehrenzeichen um und ich werde auch mal sehen, ob ich so viel Steuern zahlen muss. Immer richtig auftrumpfen. Herr, wer bin ich? Ja doch, bloß nicht so laut, die Leute kennen doch das Herrn hier drin. Ich sag ja, du bist ein Feigling. Wenn sie von dir Bürgersteuer verlangen, dann sagst du, du bist ein ganz gewöhnlicher Power. Ja, alles eine Ausrede, ja, ja. Und wenn sie es nicht glauben? Na, da wirst du pampi und schimpfst eben drauf los. Und wenn sie mich rausschmeißen? Ach, die sind froh, dass du da bist, die wollen doch dein Geld haben. Und wenn einer frech wird, da lässt er einfach einen Hund los, dass einen Hosenboden aufreißen. Geld, Caro? Na, da sei noch still jetzt, ja. Wenn die Leute das hören, mir ist das so peinlich. Ich sag's dir, du bist ein Feigling. Dass du mir keinen Pfennig bezahlst, Paul. Nein, ich bewillige nicht nur meinen. Ich denke ja gar nicht an. Ich bin konsequent. Con, ja, Con kannst du nachher trinken. Also los, geh rein. Sei stille jetzt. Herein. Moin. Komm, Caro, komm hier rein, komm. Eigentlich dürfen Sie mit dem Hund hier nicht herein. Nee, eigentlich nicht. Was? Wie? Na also. Na selbe. Was wollen Sie denn hier? Wer? Na Sie. Ach ich. Na wer denn sonst? Ah, ich dachte, Sie meinen vielleicht mich. Ja natürlich Sie. Sie konnten ja auch meinen Hund meinen, den Caro. Wer ist denn das? Nur hier, mein Hund. Verrückt. Was? Verrückt. Kennen Sie zu wenig, Herr Prokurist. Und was wollen Sie hier? Mein Herz und mein Portemonnaie erleichtern. Da sind Sie an der richtigen Stelle. Ich sage Ihnen gleich offen und ehrlich mein letztes Jahr sein kommen, damit schneller geht, Herr Detektiv. Na und das ist? 4.000 Mark und 10 Pfennige. 4.000 Mark und 10 Pfennige? Ja, Herr Kultusminister. Wie kommen Sie ausgerechnet auf die Runden 4.000 Mark und noch dazu 10 Pfennige? Ja, wir sind eher mehr hier auf dem Lande. Na, wir werden ja mal sehen. Ei, wei. Also, da haben Sie zunächst Einkommensteuer zu zahlen, nicht wahr? Ja. Dann die Kirchensteuer? Natürlich. Da fehlt noch die Umsatzsteuer. Naja, es fehlt mir so manches, Herr Lehrer. Bürgersteuer und Kopfsteuer. Naja, gut, dass ich sitze. Warum? Sonst entdecken Sie noch eine neue Körpersteuer. Körperschaftssteuer, die gibt's, nicht wahr? Die ist sehr wichtig und das haben Sie auch zu zahlen, nicht wahr? Ja, da bin ich ja sehr beruhigt, sehr beruhigt. Dann noch die Kapitalertragssteuer. So, ich hatte schon Angst, es gäbe keine Steuern mehr. Ach, was glauben Sie denn? Da kommt doch die Vermögenssteuer. Natürlich, natürlich, Sie werden es ja wissen, Herr Baron, nicht wahr? Dann die Junggesellensteuer, die brauchen Sie ja nicht zu zahlen. Nein, nein, Sie meinen, die Frau ist billiger. Ja, nur Sie werden es ja wissen, natürlich. Dann die Kanalsteuer. Wieso Kanalsteuer? Ich trinke schon seit einem halben Jahre keinen Tropfen mehr. Das hat damit nichts zu tun. Auch auf Sauerbrunnen müssen Sie Getränkesteuer zahlen. Kein Wunder, wenn er sauer wird. Lassen Sie die albernen Witze. Na, jetzt wird's kritisch. Richtig, Krisensteuer, die müssen Sie auch zahlen. Zusammen mit der Lohnsteuer. Alles zusammen, das ist ja schön, das ist alles so praktisch eingerichtet. Das regelt sich alles ja so schön automatisch. Richtig, automatisch Autosteuer, ja. Die müssen Sie natürlich auch zahlen. Na ja, ja, natürlich. Aber da war doch mein seliger Vater, war besser dran. Jawohl, Erbschaftssteuer, das ist selbstverständlich, die haben Sie doch wahrscheinlich schon gezahlt. Ui, wei, wei, wei.
Ach, das ist alles so selbstverständlich. Wissen Sie, man muss lachen. Man muss direkt lachen. Es tanzt mir schon alles vor den Augen. Da kommt die Vergnügungssteuer in Frage. Na, Sie sind ja ein herziges Buschel. Ein riesiger Seelsorger. Rechnen Sie schnell aus, was ich zu bezahlen habe, dass ich meiner Staatsbürgerpflicht mit Freuden nachkommen kann. Recht schnell, ich kann es gar nicht mehr erwarten. Na, das haben wir ja gleich. Na, das ist gut. Also Sie sagten Einkommen 4.000 Mark. Ja, aber und 10 Pfennige. Naja, und 10 Pfennige. Na, nicht uns, sondern ja, ja. Das macht insgesamt 5.480 Mark und 5 Pfennige. Wie viel Pfennige? 5 Pfennige. Ah, na, da bin ich sehr beruhigt. Aber 5.480 Mark, das ist ja mehr, als ich verdient habe. Wie ist das möglich? Das werde ich Ihnen gleich erklären. Passen Sie auf. Ich rekapituliere. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kirchensteuer, Bürgersteuer, Kopfsteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragsteuer, Kanalsteuer, Getränkesteuer, Krisensteuer, Lohnsteuer, Autosteuer, Erbschaftssteuer und Vergnügungssteuer. Na, zur Beruhigung dann Pyramidon, Phanodorm, Aspirin, Bromeral, Rizinus und Laxin. Lassen Sie doch die Dummheiten! Na, dann nicht. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihre Angaben beschwören müssen. Und Sie wissen ja, was auf Falscheid steht. Jawohl, die Sitzsteuer. Ich frage Sie also nochmals. Haben Sie alle Steuern angegeben? Keine Steuern verschwiegen, der neue Bauer? Ich habe nichts verschwiegen, ich habe höchstens was hinzugefügt. Das sollen Sie auch nicht. Gut, ich schließe das Protokoll. Was ist denn das? Mein Hund. Was hat sie denn, Caro? Ach ja, die Hundesteuer, sehen Sie, die hätte ich beinahe vergessen. Mein liebes Hundel, ich danke dir, dass du mich daran erinnert hast. Die Hundesteuer, Herr Major. Na, mein Lieber, da haben Sie doch mal Glück gehabt. Nur freilich, ich sag's ja immer. Glück muss der Mensch haben. Mahlzeit. Na, meine liebe Frau Neugebauer, was wünschen Sie? Mein Mann, was der Paulus, schickt mich zu Ihnen. Ich soll bei Ihnen endlich mal das Geld für die Magnum Bonum einkassieren. Ausgeschlossen, kommt vorläufig gar nicht in Frage. Na Herren, Sie vertreten uns von Monat zu Monat. Wir brauchen doch unser Geld auch. Naja, ich kann das doch aber nicht aus den Rippen rausschneiden. Naja, wo Sie sich's rausschneiden, soll uns ja egal sein. Aber bezahlen müssen Sie doch einmal, das nützt doch nichts. Also Frau Neugebauer, wären Sie doch nicht unvernünftig. Wer ist unvernünftig? Sie oder ich? Zahlen Sie doch wenigstens einen Teil, dass man einen guten Willen sieht. Naja, was soll ich machen? So geht das doch nicht weiter. Was nützt mich der gute Wille davon? Kann ich ohne fett werden, ich weiß schon. Hören Sie zu, Herr Baron, Sie müssen heiraten. Sie müssen eine reiche Partie machen, sonst sind Sie pleite. Das weiß ich, liebste Frau Neugebauer. Ich will sogar heiraten und ich kann auch heiraten. Die junge Dame, die ich da in Aussicht halte, bekommt sogar eine sehr hohe Mitgift. Na also, los! Ja, die Sache hat bloß den Haken. Ach, herrje, passen Sie mal auf. Ich lerne die junge Dame in einer Konditorei kennen, bei einem teuren Nachmittag, hat 7 Mark gekostet. 7 Mark? Ja, mehr hatte sie nicht bei sich. Ich war ihr also sympathisch und da habe ich ihr in meiner Verlegenheit vorgeschwindelt. Ich sei ein reicher Industrieller mit 450 Angestellten, 16 Lieferwagen, 10 Privatwagen und großes Barvermögen etc. und so weiter und so weiter. Und das hat sie geglaubt. Naja, und nun, jetzt rennt sie nach Hause, erzählt das ihrem Vater. Ach, herrje, und was sagen Sie, schreibt ihr an mich folgenden Brief? Werter Herr Baron von Knullrich, mit großer Freude höre ich von meiner Tochter, dass sie jetzt den richtigen Lebensgefährten gefunden zu haben glaubt. Sie hat mir erzählt, sie wären ein Großindustrieller mit einem Riesenvermögen. Daher werde ich mir erlauben, nur hören Sie zu, sie im Laufe des Tages zu besuchen, um mich von der Stabilität ihres Geschäftes zu überzeugen, hochdrucksvoll, Kommerzienrat Schwerreich. Jesus, Jesus, ihr Leute, was soll man dort so sagen? Tja, mein lieber Frau Neugebauer, da ist guter Rat teuer, helfen Sie mir. Jeden Augenblick kann der Kommerzienrat hier eintrudeln. Kinder, was machen wir da? Sie, ich hab sogar eine Idee. Na, da schießen Sie mal los. Hören Sie zu, Sie, ich bin Ihre Angestellte. Ich sitze als Sekretärin hier am Telefon. Das Telefon klingelt immer, wenn er da ist. Immer zu uns, immer zu klingelt. Da gehen Sie ran und bestellen die verrücktesten Sachen. Wie soll denn das von allein klingeln? Von alleine natürlich nicht. Hier die Glocke, die nehme ich unter der Stuhl zwischen die Füße. Jedes Mal, wenn er Sie was Verfängliches fragen will, da fange ich an zu klingeln. Der blöde Kerl, der denkt, das ist das Telefon. Sie gehen ran und sprechen, wie eben so ein Großindustrieller spricht. Ist der Fabler fantastisch. Sehr gute Idee. Sie sind schon wirklich ein Unikum. Also reden Sie lange, üben Sie es lieber erst einmal. Hier ist nämlich die Klingel, hier trete ich drauf, so trete. Hören Sie? Fantastisch, ja. Ja, ja. Und ich gehe mal ran und sage, hier Baron von Knullrich, was? Naja, so meckern dürfen Sie natürlich nicht, das geht nicht. Hey, er kommt schon, ganz stille. Der Kommerzienrat kommt schon. Aha, ja, herein. Bitte schön, treten Sie ein, nehmen Sie Platz. Ja, guten Tag, ich komme nämlich. Ja, ja, ich weiß schon. Bitte Sie, nehmen Sie doch Platz, legen Sie bitte ab, ja? Moment mal, verzeihen Sie einen Augenblick. Ja, das Telefon geht den ganzen Tag hier. Ja, doch, ich komme ja schon. Hier, Baron Röster, Knullrich, Runzendorf, Industrieaktiengesellschaft.
Einen Auftrag haben Sie? Ja, natürlich, ja. Selbstverständlich werde ich Sie beliefern, so gut ich kann. Aber ich habe derart viel zu tun, dass ich vorläufig... Was? Na ja, das tut mir ja selber leid. Ach, was soll man machen, wissen Sie? Also Eisenbahnschienen, Moment mal, meine Sekretärin sieht mal nach, ob wir noch Eisenbahnschienen haben. Jawohl, Herr Generaldirektor. Also ja, natürlich, Sie können auch welche bekommen. Wie viele Kilometer brauchen Sie? Wie viel? 350 Kilometer, nicht mehr. Meine Sekretärin wird mal nachsehen. Haben wir noch 350 Kilometer? Jawohl, sind doch so viele, wie er haben will. Aha, ja, so viele haben, so viel Sie haben wollen, verstehe ich ja. Was die Kosten, Moment mal, ab Keller, Fräulein? 32.465 Mark und 30 Pfennige, fantastisch. 32.465 Mark und 30 Pfennige netto. Rabatt? Naja, Gott, die 30 Pfennige können wir ja allenfalls streichen. Ja, wir sind immer kulant. Also Sie überweisen das Geld heute noch? In Ordnung, dann gehen die Schienen morgen raus. Danke vielmals. Jawohl, Dankeschön. Morgen. So, also Sie sehen, man hat zu tun. Zu tun, sage ich den ganzen Tag. Ich komme nämlich. Ich weiß es ja. Ich weiß aber nicht, wo mit der Kopf steht. Das ist das Komische. Schon, was ich Ihnen sage, ist unerhört. Was ist denn bloß los? Ja, doch, wer ist denn da? Wer ist da? Reichsbank. Aha, guten Tag, Herr Reich. Aha, naja, sagen Sie mal, wie hoch ist eigentlich momentan mein tägliches Bankkonto? Was? Wie viel? 1.300.350.80, stimmt das? Ja, das stimmt, auf dem Pfennig aber und fantastisch. Na, also ich danke Ihnen, mein lieber Herr Reich. Auf Wiedersehen, ich habe keine Zeit. Sehen Sie, so geht es den ganzen Tag. Ich muss wirklich mal ausspannen. Ich komme nämlich, ja, ich weiß es ja. Herr Baron, Sie müssen doch noch die Schecks unterschreiben. Ich kann aber nicht alles machen, unmöglich. Ich bringe gar nicht fertig, das alles zu bewältigen. Ach, du lieber Gott, was ist denn das schon wieder entsetzlich? Nicht für möglich zu halten, was nochmal? Die Bank? Ja, wir waren getrennt natürlich. Ach, ob ich Aktien kaufen will, jetzt doch nicht. Na ja, natürlich, spielt keine Rolle. Also notieren Sie mal 40.000 Helgoländer Straßenbahn, ja? Nein, mehr nicht. Die weniger kapitalkräftigen Firmen wollen ja auch was haben. Nein, habe ich gesagt, nein. Na, meinetwegen noch 80.000 Runzendorfer Marmelade, spielt ja keine Rolle. Ja, in Ordnung. Auf Wiedersehen. Also sehen Sie, mein Herr, ich kann wohl sagen, meine Firma, die steht also so. Der Tüchtigmann hat zu tun, der Tüchtigmann hat Umsatz, dass die Maschinen nur so dröhnen. Was nutzt mich Geld und Gut? Ich bin verehrt und geschätzt und doch so allein. Ich sehne mich eben nach einem Heim, nach Familie, nach einer Mutter meiner Kinder. Und daher kurz entschlossen bitte ich Sie um die Hand Ihrer Tochter. Wie bitte? Jawohl, allen Ernst, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Aber mein Herr, ich habe ja gar keine Tochter. Wie? Was? Keine Tochter? Irren Sie sich auch nicht? Vielleicht haben Sie vergessen oder waren mal lange nicht zu Hause gewesen. Warum denn nicht? Nein, ich weiß es ganz genau, ich habe keine Tochter. Ja, wer sind Sie denn? Ich komme nämlich vom Finanzamt wegen der Einkommensteuer. Fantastisch. Ach, mir ist ja so schlecht, Paul. Naja, es kommt eben davon. Jetzt lass mich mal rechnen. 17 und 4 ist 23. Heute haben wir am 6. macht 29. Ach, mir tut der Bauch ja so weh. Meinetwegen, 29 und 12 ist 42 und 5 macht 48. Und 14, mir ist ja so schlecht. 14, mir ist ja so. Du sollst stille sein. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Häng die auf, 14. Ich hab solche elendrigen Bauchschmerzen. Das kommt davon, wenn man so ungenäusig drauf losfuttert, ja. Ich esse ja meinen Lebtag keinen Kirschkuchen mehr, Paul. Das sagst du heute, morgen frisst du wieder. 14. Ach, das ist ja furchtbar, Paul. Nein, was soll ich denn bloß machen? Ach, hättest du mal solche Bauchschmerzen? Das kann gar nicht vorkommen, weil ich Maß und Ziel halte. Du, na, ich danke schön. Denke mal an neulich, du, wie du da gestehnt hast. Ach, das ist ja elend mit dir, sei doch still. Herr Mendeljuf, lass mich rechnen. Ich kann das nicht mehr mit anhören. Am liebsten wäre ich wirklich tot. Das glaube ich dir, ja. Das glaube ich dir, den ganzen Tag so am Sarge liegen und nichts zu tun zu haben. Das möchte dir so passen. Ach, hätte ich bloß keinen Kirschkuchen gegessen. Hör doch jetzt mal endlich auf, Marlene. Wenn du die Schmerzen hättest, du möchtest schön angeben. Trink einen Fliedertee oder irgendwas und binde eine saure Gurke auf dem Bauch, aber lass mich jetzt in Ruhe. Fritzen. Neulich, da habe ich dir auch helfen müssen. Weißt du noch, wie du so krank warst? Da haben wir einen Arzt insultieren müssen, der meinte, du musst sofort in ein Krematorium und da haben wir dir dauernd kalte Komfessen auf den Bauch gelegt. Naja, also jetzt ist das vorbei und die Sache ist erledigt. Jetzt sei stille. Ja, das herrschte nicht gerne. Nee, so ein Quatsch herrsche ich wirklich nicht gerne. Weil du eben eine alte Schlafmütze bist. Ja, was nutzt denn dem Menschen sein großer Geist, wenn er im Bett liegt und schläft? Ja, nun ist mir so bunt, jetzt geh ich, jetzt lass dich alleine. Leib oder Pfeffer wächst, auf Wiedersehen. Aber Paul, du lässt dein armes, krankes Weib alleine. Paul, ich bin ja so schwer krank. Ach, mir ist ja so schlecht. Ich weiß gar nicht recht, was ich soll machen. Es ist ja wirklich, als ob die Därme krachen.
hätte ich bloß die Finger davon gelassen und keinen Kirschkuchen gegessen. Wenn der Paul das merkt, der wird in seinem Glauben bestärkt, ich wäre vom Fressen so dick. Ach, das bricht mir vollends das Genick. Soll man sich sowas sagen lassen? Ach, hätte ich bloß keinen Kirschkuchen gegessen. Der Hals wird immer länger, im Herzen wird mir immer bänger, im Schädel bin ich schon ganz verdreht. Der Leib, der ist so aufgebläht, es ist, als ob die Kleber nimmer passen. Ach, hätte ich bloß keinen Kirschkuchen gegessen. Dass der Kuchen also fest im Magen liegt, das macht mich reine weg verrückt. Ihr Leute, nee, mir tut der Bauch so weh. Ich muss als Bette Fieber messen. Ach, hätte ich bloß keinen Kirschkuchen gegessen. Also, gute Nacht, Paul, ich geh jetzt schlafen. Ja, du gehst schlafen, das kann man denken, ja. Ja, ja. Ja, ja, und ich hab die Arbeit am Halse. Wo? Am Halse, red nicht so dumm, geh schlafen endlich. Ja, ja, also, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, lass rausgehen endlich. Gott sei Dank, endlich ist er draußen. Ach, die doppelte Buchführung, die macht mir so viel Sorgen. Die Bücher, die hätte ich ja doppelt, aber die Führung, 17 und 4 ist 23. 23, Paul, ich denke, du schläfst schon. Paul, ich brauche ganz schnell ein Tröpfchen Wasser. Was ist los? Ein ganz kleines Tröppel Wasser. Ja, bist du wahnsinnig, nimm doch die Karaffe, wozu eine Tröppel? Nein, ein ganz kleines Tröpfchen Wasser, dann gehe ich. Aber endgültig. Ja, ja, dann gehe ich bestimmt. Auf Wiedersehen, Päulchen, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, lass rausgehen endlich. So, 17 und 4 ist 23. 23 und 6 und 6, na, es kommen sowieso noch ein paar hinzu, ist 48. Ja, ja, alles, alles, alles wegen Finanzamt. Dass sowas in Runzendorf geben muss, Finanzamt, das gibt's ja nicht einmal bei den Wilden. Ich möchte bloß wissen, wovon die Wilden wild geworden sind, wenn sie kein Finanzamt haben. 17 und 4 ist da. Paul ist doch die Möglichkeit. Was ist nur wieder? Paul, Paul, ganz schnell ein Schnapsglas voll Wasser. Ein Schnapsglas? Ja, sag mal, was ist denn eigentlich los? Ein Schnapsgläser, dem liegt man schon so. Aber endgültig jetzt? Ja, ja, bestimmt. Früher warst du viel netter zu mir, Paul. Ja, früher. Früher hast du auch manchmal mein Kinn gestreichelt. Ja, da hat's doch bloß eins. Geh jetzt, geh. Ja, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Lass rausgehen. So, endlich ist er draußen. 17 und 4 ist 23, alles wegen Finanzamt, Kinder, Kinder. Und die Milchwirtschaft, die lässt so zu wünschen übrig. Ich weiß nicht, die Kühe geben mir eben keine Milch mehr. Paul, was ist denn los? Was ist denn los? Paul, ganz schnell ein Weinglas voll Wasser. Ein Weinglas? Warum denn das bloß? Warum nimmst du nicht die Karaffe? Nein, ein Weinglas genügt mir ja endgültig. Das sagst du immer endgültig. Na, kommst du mal fort wieder rein. Geh jetzt endlich mal. Ja, ja, Paul. Ach, wo habe ich bloß damals meinen Kopf gehabt, als ich um deine Hand anhielt? Auf meiner linken Schulter, Paul. Raus jetzt, aber endgültig raus. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Raus, Össe. Furchtbar mit der Frau, dieser Ärger. Ach, ja, mal sehen, wie viel die Kühe heute Milch gegeben haben. Heute haben wir gemolken, also 50 Liter Milch. 50 Liter Milch, das geht eigentlich, ja. Und wie viel haben wir davon nach Berlin geschickt? 80, das geht auch, ja. 17 und 4 ist 23, 23. Paul ist doch nicht möglich. Paul, Paul, ganz schnell ein Eimer voll Wasser. Was ist das? Ein Eimer voll Wasser. Ein Eimer voll Wasser? Ja, sag mal, saugst du das ganze Zeug aus? Nee, Paul, mein Bett brennt nämlich. Bitte schön, Herr Beamter, geben Sie mir doch eine Fahrkarte. Ja, wohin? Zu Anspitzers. Der alte Anspitzer ist gestorben. Ein Jammer, Herr Beamter. Aber wir sind ja alle sterblich. Ja, also bitte, wohin wollen Sie fahren? Zu Anspitzer. Anspitzer war ein guter Freund von mir. Eines Tages, da geht er auf der Straße, geht ganz ruhig, wissen Sie. Plötzlich kommt ein großer Hund und bellt ihn an. Anspitzer fährt erschrocken zurück, stolpert und fällt. Wohin, fragte ich, in ein Schaufenster von einem Radioartikelgeschäft. Es stand ein Lautsprecher drin und das Orchester hat gerade den Walzer aus der Lustigen Witwe gespielt. Stellen Sie mal vor, die Lustige Witwe und der Anspitzer sitzt mit Glasscherben da. Na, werden Sie mir jetzt bitte Ihr Reiseziel nennen? Wie bitte? Wohin Sie fahren wollen, möchte ich wissen. Ach so, ja, zu Anspitzer. Sie können sich ja denken, Herr Beamter, dass die Witwe des Dresdner Zuspruchs bedarf. Ihr Vater war nämlich Tulpenzwiebelhändler, daher hat sie auch das weiche, empfindsame Gemüt. Wollen Sie mal glauben, dass es im Radiohändler einen runtergehauen hat? Wirklich zum Verzweifeln? Ja, das habe ich auch gesagt. Aber den Radiohändler trifft ja keine Schuld. Ich bitte Sie, Herr Beamter, der Mann, der macht doch die Programme nicht selber. Er hat gesagt, wenn es nach ihm gegangen wäre, der hätte der Anspitzer ernste Musik zu hören gekriegt, wie er so mit den Glassplittern da saß. Lassen Sie jetzt mal einen Augenblick mich reden, verehrter Herr. Ich nehme gewiss Rücksicht auf den Umstand, dass Ihr Freund gestorben ist und auf Ihren Schmerz. Danke sehr, danke. Sie sind na, ruhig. Na ja, also Herr, ich muss mich bedanken. Man hört selten so warm empfundene Worte des Mitgefühls.
Anspitzer war eine Seele von einem Menschen. Einmal hatte sein Söhnchen einen Regenwurm mit einer Schere in der Mitte durchgeschnitten und was soll ich Ihnen sagen? Da hat der Anspitzer den Regenwurm mit Gummi Arabicum wieder zusammengekleistert und der Regenwurm, der hat wieder gelebt, Herr Beamter. Also man sollte es doch nicht für möglich halten. Das habe ich auch gesagt. Aber er hat doch gelebt und geliebt, Herr Beamter, so war ich ein ehrlicher Mensch bin. Also ich erkläre Ihnen, wenn ich nicht zur Höflichkeit verpflichtet wäre. Herr Beamter, hat ihn mit Gummi Arabicum zusammengekleistert oder ich will nie wieder gesund aufstehen. Warte mal, wer war denn noch Zeuge? Ja, der alte Baum, wissen Sie? Der war Zeuge, allerdings auch schon hinüber. Ein ganz ähnlicher Fall. Baum hat einen Nagel im Schuh gehabt. Also gestatten Sie mal, mein Herr, Sie wollen eine Fahrkarte haben, nicht wahr? Ja. Wohin bitte zur Anspitze? Das weiß ich. Wo wohnen die Anspitzer? Ach so, in der Helmstower Straße, 4 Treppen links. 4 Treppen, Herr Beamter. Stellen Sie mal vor, was das für Malsen-Anspitzer bedeutet. Die ist beinahe 2 Zentner schwer und dann leidet doch immer noch an dem Knie, dass sie sich in der Jugend verletzt hat. Malchens Mutter, die wollte mal damals Pflaumenmus einkochen, wissen Sie? Naja, in welcher Stadt? In Haarlem. Ihr Vater war Tulpenzwiebel. Ja, da hatte das empfindsame Gemüt, das kenne ich. Ach, das kennen Sie? Sie kennen Malchen Anspitzer, Herr Beamter? Ach, was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, Malchen soll in der Jugend mal was mit einem Eisenbahnassistenten gehabt haben. Sie hat lange geweint um den jungen Mann, aber dann kam Anspitzer und hat sie getröstet. Nur ist er hinüber und Sie haben freie Bahn, Herr Beamter. Sagen Sie, alter Herr, wollen wir nicht mal jetzt vernünftig miteinander reden, ja? Herr Beamter, mit mir können Sie reden wie mit Ihrem Vater. Ich weiß, was Liebe heißt. 20 Jahre bin ich mit einem Mädel gegangen, die war Telefonistin. Und die hat einmal bei einem Gewitter einen elektrischen Schlag gekriegt. Sie werden mir schon nicht glauben, aber es ist Tatsache, dass sie seit der Zeit im linken Ohr dauernd ein Geräusch hat und im rechten als eben... Aber das will ich ja gar nicht wissen. Hören Sie davon auf. Na schön, wir sprechen von was anderem. Also Malchen Anspitzer... Nein, davon will ich nichts mehr wissen. Merken Sie denn nicht, dass mir die Anspitzer zum Halse rauskommen? Sehen Sie, das habe ich mir gleich gedacht. Ich bitte Sie, eine Frau, die beinahe 2 Zentner wiegt und die hinkt, also unter uns, sie schnarchen tut die, ach, die fängt immer mit einem harmlosen Rascheln an, aber dann stehst du plötzlich in eine Posaune und zum Schluss gibt es immer einen Pfiff, dass sie denken, ihr Zug fährt ab. Naja, sagen Sie mal, alter Herr, haben Sie denn eigentlich keine Angst, dass Ihr Zug abfährt? Nee, wenn der abfährt, dann nehme ich den nächsten. Ich komme immer noch zurecht. Sie müssen bedenken, Anspitzer war Alkoholiker und Alkoholiker, die verwesen nie so schnell. Als mein Vater starb, er hat infolge einer Wette die Säbeltrottel des Gendarmerie-Wachtmeisters in Bentschen verschluckt. Ein äußerst seltener Fall, Herr Beamter. Also mein Vater... Moment mal, wollen Sie jetzt eine Fahrkarte haben oder nicht? Ja, ich bitte sehr darum, Herr Beamter. Also wohin? Zu Anspitzers, der alten... Nein, lassen Sie mich zufrieden damit. In welcher Stadt wohnen Anspitzers? In gar keiner Stadt. Also wie heißt das Nest? Nest, erlauben Sie, Herr Beamter. Das ist eine Fillenkolonie. Anspitzers konnten sich das leisten, in einer Fillenkolonie zu wohnen. Was meinen Sie, was der Mann alleine an den Lizenzen für seinen Patenthosenspanner Prinz of Arcadien verdient hat? Das ist ja Nebensache. Das nennen Sie Nebensache? 50 Mill? Ah, na wissen Sie, Herr Beamter, dabei war der Hosenspanner gar nicht wert. Ein einziges Mal habe ich einen Versuch damit gemacht. Ich sage Ihnen, die Hosen haben nachher ausgesehen wie ondoliert. Dauerwellen habe ich drinnen gehabt. So war ich hier stehe. Einen Nachmittag habe ich mich mit den Hosen auf die Straße gewagt. Da hat ein Kind zu seinem Vater gesagt, Papa, guck mal, ein Beduine. Also hören Sie mal jetzt her, ja? Geben Sie mal jetzt eine präzise Antwort. Wie heißt die Villenkolonie, wo Anspitzers wohnen? Eden bei Helmsdorf. Aha. Sie wollen also nach Helmsdorf? Nein, ich will nach Eden. Der alte Anspitzer... Na, was ist denn mit dem Anspitzer? Sie sind hier auf dem verkehrten Bahnhof. Von hier fährt man nicht nach dem Norden. Von hier fährt man nach Potsdam, Magdeburg und so weiter. Haben Sie das verstanden? Ach, von hier fährt man nicht nach dem Norden. Nein, da müssen Sie nach dem Stettiner Bahnhof. Ach, von hier fährt man nach Magdeburg. Ja, nach Magdeburg. Nach Magdeburg. Wissen Sie was, Herr Beamter? Da fahre ich eben nach Magdeburg. Das trifft sich ja sehr gut, Herr Beamter. Ich habe in Magdeburg eine Schwägerin, die vor ein paar Tagen gestorben ist. Einem heftigen Schreck ist sie gestorben. Nämlich meine Schwägerin, die hat ihr ganzes Leben lang noch keinen Chinesen gesehen. Nur passen Sie mal auf, hallo, Herr Beamter, hallo, Herr Beamter. Oh, lieber Himmel, was ist denn los? Der regt sich ja gar nicht mehr. Ach, das tut mir aber leid. Was ist denn, Herr Beamter? Ach, den hat der Schlag getroffen. Lass mal Kranz hier, da brauche ich ja gar nicht verreisen. Achtung, Achtung, hier ist Rungsendorf. Rungsendorf auf Welle 0,5. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören heute wieder ein ganz wundervolles Programm. Bevor ich einschalte, hören Sie den offiziellen Wetterbericht. Der offizielle Wetterbericht des meteorologischen Krematoriums zu Rungsendorf besagt, das Zentrum der Zyklonfamilie 56a liegt über Irland. Aus dem Norden werden kalte Stürme und Regenböen gemeldet, sodass die zurzeit herrschenden warmen Winde in Rungsendorf über Nacht verstrichen sein dürften. Aussichten für morgen,
ein bisschen kühler, vorübergehend Regenschauer, vielleicht auch ab und zu ein paar Wolkenbrüche, vielleicht auch ein bisschen Wärme und Sonnenschein, nicht genau, das weiß man vorläufig überhaupt noch nicht. Achtung, wir beginnen, ich schalte ein. Nee, was machst du denn, Ihre Paul? Du schaltest ja ganz verkehrt ein. Kümmer du dich um dich, das sind meine Angelegenheiten. Aber das kann ja kein Mensch mit anhören. Aber Paul, was machst du? Aber sei stille jetzt. Wir hören zunächst unsere Rundfunkkapelle. Die spielt mit den neuesten Jatzbandinstrumenten den Sonnenschein. Wir haben ja gar keine Kapelle nicht. Wir machen uns unseren Dreck alleine. Fang an, Hermann. Aber Paul, das sollst du nicht machen. Lass doch das. Lass doch mal meinen Franze Baumann singen. Ach du, fäng mal bloß nicht mit dem an. Franze Baumann, sei stille. Ach, lass ihn doch mal singen. Ja, ich singe. Ja, ist ja furchtbar. Fang an, Hermann. Als ich jung an Jahren bin, gewandert weit und breit, hatte ich ein kleines, feines Liebchen, treu und voller Zärtlichkeit. Leonore, unser Lieben, soll nicht Schlechtigkeit betrügen. Leonore, schönstes Kind, auf der Heide pfeift der Wind. Ticke-tacke, 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 ticke-tacke. Aber Paul, los, das ist mir doch bald zu dumm. Ja, doch, jetzt machen wir doch eine Pause. Achtung, hier Rungsendorf, Rungsendorf auf Welle 0,5. Meine Damen und Herren, eine Pause von einer Minute zum Umdrehen der Platte. Achtung, hier Rungsendorf. Auf der anderen Seite hören Sie jetzt den berühmten Balalaika-Spieler Jarubski. Ach, das ist ja alles Schwindel. Fang an, Hermann. Ticke-tacke, 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 ticke-tacke. Aber nicht doch, Paul, 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 das ist ja furchtbar. Jetzt lass er mal noch so einen jungen Mann wie den Baumann singen. Lass er mal den Paolo Montese mal singen. Ach ja, du hast aber wirklich immer was Neues. Na schön, Hermann, fang an. Alles, was du willst von mir, alles, alles schenk ich dir, denn ich fühle, ach, wie bist du süß. Sonne, Mond und auch den Stern hole ich für dich so gern und ich wünsche mir dafür nur dies. Küsse mich, Schnucki Putzi, küsse mich, Schnucki Putzi, denn das kannst du komm ilfo. Niemand Schnucki Putzi sieht und Schnucki Putzi lass doch runter das Rollo. Aber dann zeig ich dir, was sonst kein anderer kann. Küsse mich, Schnucki Putzi, küsse mich, Schnucki Putzi, fangen wir von vorn an. Ticke tacke, ticke tacke, ticke tacke, ticke tacke. Nun ja, siehst du, und was meinst du wohl, was Otto Reuter dazu sagen würde? Nun, der würde sich freuen. Was meinst du, wenn Otto Reuter jetzt reinkäme? Lass doch die Hühner nicht in meinen Senderraum rein, das ruht. Ich hab sie gar nicht reingelassen. Du hast sie reingelassen? Nein, ich nicht. Otto Reuter. Otto Reuter würde sagen, fang an, Hermann. In Rungsendorf, wer weiß es nicht, hab ich nen eigenen Sender. Dort sendet mein Antenner ich bis in die fernsten Länder. Die anderen Sender in der Welt brauchen für jede Szene Dutzend teure Schauspieler,
Paul macht sein Dreck alleine. Ticke, tacke, ticke, tacke, ticke, tacke, ticke, tacke. Na du, Hermer, aber endlich jetzt auf! Jawohl, Schluss! Ach, das Telefon, ja, ja. Hier, Dr. Paul Neugebauer. Neugebauer. R, Bauer, R wie Rizinusöl. A wie Aspirin. Au wie Leichtschmerzen. Ja, na, endlich. Was sagen Sie? Ihre Badewanne ist kaputt? Was geht denn das mich an? Da müssen Sie zum Klempner schicken. Ja, was? Ach so, ja, ich habe Ihnen Pillen verschrieben, stimmt, jawohl. In Wasser zu nehmen, natürlich. Ach, da wollten Sie sich in die Badewanne setzen? Nee, in einem Glas Wasser sollen Sie die nehmen. Kinder, so ein Rindvieh. So, jetzt der nächste Patient bitte, ja? Danke vielmals. Ja, ja, kommen Sie mal rein. Bitte treten Sie näher. Guten Tag, Herr Doktor. Ja, 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 ja. Eine Frage zunächst. Kommen Sie von der Krankenkasse? Nein. Na, das ist gut, da ziehen Sie sich mal aus, ja. Aber, Herr Doktor, nicht aber, ich habe sehr wenig Zeit. Bitte ziehen Sie sich aus, ja, recht schnell. Herr Doktor, ich muss Sie bitten, Sie brauchen mich nicht zu bitten, ich kriege ja Geld dafür. Also, los, ziehen Sie mal aus. Aber ich habe doch Husten. Ach so, Husten haben Sie. Ja, das mussten Sie ja gleich sagen, dass Sie Husten haben. Da ziehen Sie sich wieder an. Sagen Sie mal A. A, A. Nee, nicht A, sollen Sie nicht A, sollen Sie sagen, so. A. Ja, aha. Aha, aha, da haben wir es, ja. Naja, Ihr Husten, der sitzt tiefer. Ziehen Sie sich wieder aus. Sagen Sie mal, wann haben Sie denn zuletzt gehustet? Gestern Abend. Aha, gestern Abend, ja. Na, werde ich mal sagen, da husten Sie zunächst nur vormittags eine Stunde, dann einen über den anderen Tag, dann werden wir den Husten schon wegkriegen. Das ist sehr liebenswürdig, ja, natürlich. Aber, Herr Doktor, wenn der Hustenreiz nur kommt... Na, sind Sie froh, wenn wenigstens ein Reiz bei Ihnen kommt, ja. Ich werde Ihnen mal ein paar Hustentropfen aufschreiben, ja. Ja, haben Sie denn verschiedene Tropfen? Natürlich, ja. Aha. Aha, ja. Na, da will ich Ihnen mal was vorhusten, damit Sie mir die richtigen aufschreiben. Na, ist schon gut, ich sehe schon, ja, ja, ich sehe schon, es genügt mir, ja. Und dann tut es mir hier weh, Herr Doktor, hier, wenn ich hinfasse. Da weiß ich ein gutes Mittel, fassen Sie nicht hin. Danke vielmals, Herr Doktor, sehr liebenswürdig. Man ist ja so dankbar, wenn man so gut informiert wird. Na, bei mir sind Sie an der richtigen Stelle, ja. Außerdem sehe ich hier, Sie haben ein nervöses Herz. Was habe ich? Ein nervöses Herz haben Sie. Sie dürfen keinen Bohnenkaffee trinken, mal lieber. Sie müssen sich so mehr an Korn gewöhnen. Ja, Herr Doktor, eine Frage. Bitte sehr. Vielleicht kann ich da abwechselnd einmal Korn und einmal Kümmel trinken. So was Dämliches. Nein, nein, nein. Außerdem, hier ist ja ein recht sonderbares Geräusch. Wo denn? Hier, hier, ein ganz sonderbares Geräusch hier. Ach so, ja, das ist meine Wanderniere. Die hat nämlich heute Ausgang. Machen Sie keine Witze, solches dummes Geschwätz. Und einen Pulsschlag haben Sie, einen Pulsschlag, 95 Pulsschläge. Allerhand ist das 95. Und wie hoch ist eigentlich der Weltrekord? Wenn Sie jetzt nicht aufhören, Sie die Dummheiten zu machen, untersuche ich Sie nicht weiter. So, nur bicken Sie sich mal. Bitte? Ich meine, sollen Sie mal bicken. Was soll ich? Sie sollen sich bicken, stellen Sie sich so kindisch an. Los, bicken Sie. Noch mehr, so. Na, schöne Figur haben Sie ja nicht. Das können Sie mir aber auch ins Gesicht sagen. Ja, ja, ja. Und was ich noch sagen sollte, wie steht's eigentlich mit dem Appetit? Naja, einmal habe ich starken Appetit und dann mal wieder gar keinen. So, und wann haben Sie gar keinen? Wenn ich vorher gut gegessen habe. Aha. Aha, naja. Da ziehen Sie sich wieder an, ja. Sie müssen sich unbedingt mehr Bewegung verschaffen, mein lieber Freund. Sie müssen mehr auch so Diäter leben. Was? Diäter müssen Sie leben. So. Ja, essen Sie mal recht viel Vollkornbrot. Was das? Vollkornbrot. Ich verstehe nicht. Vollkorn. F wie Pflaume. Der Mann ist auch noch schwerhörig. So. Sagen Sie mal, Sie leiden wohl auch an starkem Duschgefühl, was? Nein, Herr Doktor, so weit lasse ich Sie jetzt gar nicht kommen. Ja, ja, ja. Das macht eben der Alkohol. Herr Doktor, ich trinke sehr wenig. Na, dann macht's das starke Rauchen. Herr Doktor, ich rauche sehr wenig. Na, dann macht's 5 Mark. Na, sagen Sie mal, ist das nicht ein bisschen viel? Naja, es war doch eine gründliche Untersuchung, haben Sie gar nicht gemerkt. Das stimmt ja, aber wenn Sie mich gründlich untersucht hätten, dann hätten Sie doch gemerkt haben müssen, dass ich nur 3 Mark bei mir habe. Na, da zahlen Sie eben 3 Mark, sowas dämlich. Sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich, was? Na, raten Sie mal. Was soll ich raten? Raten Sie doch mal. Na ja, 42. 42, stimmt sogar. Also woran haben Sie gemerkt, dass ich genau 42 bin? Ich habe nämlich noch so einen Patienten in Rungsendorf. Der ist 21, der ist Halbidiot. Aha. Ja, ja, aha. So, sind Sie endlich wieder angezogen, was? Ja, noch etwas, ehe ich's vergessen. Na, was haben Sie vergessen? Mein Skatbruder, der Schluckebier, der möchte um Ihren Rat bitten. Der hat doch gestern aus Versehen sein Kragenknöpfchen verschluckt. Na und? Nun, und so können Sie sich die Angst vorstellen. Was ist denn da zu machen? Was da zu machen? Da muss er was zum Abführen einnehmen. Das hat er schon getan. Das hat aber nichts genützt. Na, da bleibt ihm weiter nicht übrig. Da muss ich Sie einen neuen Kragenknopf kaufen. Aha, danke sehr. Das ist ja gut, wenn man so genau orientiert wird. Ja, natürlich. Ja, ja. Noch eins. Was denn noch eins? Unsere Nachbarin, die alte Frau Bollmann, die leidet doch so unter Ohrensausen. So.
Und jedes Mal, wenn sie mit dem Füllfederhalter im Ohr rumbohrt, dann muss sie husten. Soll die auch die Tropfen nehmen? Ja, ja, meinetwegen. Dann soll sie aber die Tropfen vor dem Bohren in den Füllfederhalter reingießen. Danke vielmals, Herr Doktor. Sehr liebenswert. Dann machen Sie, was rauskommt. Ja, dachte sehr gern. Noch eins. Noch eins. Mein Hauswirt, der will nicht mit der Miete heruntergehen. Er hat mir was gehustet, hat er gesagt. Soll der auch die Tropfen nehmen? Ja, der soll auch die Tropfen nehmen. Hören Sie mal zu, Sie. Bestellen Sie mal Ihren Anverwandten und Bekannten allen, dass ich nächsten Mittwoch einen billigen Tag habe. Da kostet die Untersuchung inklusive Kaffee und Kuchen nur eine Mark. Danke vielmals. Ja, bitte, auf Wiedersehen. Eine Frage noch. Noch eine. Kinder und Militär zahlen wohl die Hälfte. Machen Sie rauskommen. Tschüss, Schannen. Der erste Weiner zurück, der dritte weiter vor, noch weiter vor. Halt, so, nein, noch etwas weiter vor. Weiter vor geht's ja gar nicht. Halten Sie den Mund, Neugebauer, wenn Sie mit mir sprechen. Ich spreche ja gar nicht. Sie sollen den Mund halten. Jawohl, Herr Feldsäbel. Noch ein Ton und es passiert was. Haben Sie mich verstanden? Ob Sie mich verstanden haben? Ich soll doch im Mund halten. Der linke Flügel weiter zurück, noch weiter zurück, der linke Flügel. Der linke Flügel weiter zurück. Sagen Sie mal, Neugebauer, sind Sie denn von Gott und der Welt verlassen? Bei Stillgestanden haben Sie das Maul zu halten. Bloß wegen linken Flügel, meinst du? Sie sollen ruhig sein. Donnerwetter noch mal. Ich werde euch mal etwas Bewegung machen. Zurück an die Latrine, marsch, marsch. Hier angetreten, marsch, marsch. Jetzt stillstehen, der Hauptmann kommt. Augen kräftig aus. Die Augen links. Viere kommen nicht zur Stelle. Dankeschön. Feldwebel, schreiben Sie mal zunächst den einjährigen Melzer auf. Dieser Kerl, der versaut mir jedes Mal mit seinem dicken Bauch die Front. Das ist ja unerhört. Verzeihen, Hauptmann, aber der einjährige Melzer ist heute gar nicht dabei. Das ist ganz egal. Wenn er dabei gewesen wäre, wäre die Sache noch viel schlimmer. Mal hören. Da ist eine sehr unangenehme Sache vorgekommen. Da ist beim 3. Bataillon ein Mann gestorben, der hat die Grippe bekommen. Da hat sich Lungenentzündung und militärärztliche Behandlung hinzugesetzt. Und da ist der arme Kerl gestorben. Gerade dieser prächtigste Mann im ganzen Bataillon. Warum Sie nicht, Neugebauer? Kopf hoch, Sie stehen ja gar nicht schief. Linke Flügel weiter zurück. Sie sollen ruhig sein, ich habe Sie nicht gefragt. Bloß wegen linken Flügel. Sie sollen still sein. Sonst lasse ich Sie sofort eine Stunde nachexerzieren. Feldwebel, lesen Sie mal den Befehl jetzt vor. Befehl, Hauptmann. Morgen Nachmittag, 4.30 Uhr, findet die Einweihung des neuen Soldatenfriedhofes statt. Die Leiche hierzu stellt das 3. Bataillon. Zweitens. Zum Gottesdienst versammeln sich die Mannschaften vor der Kirche, hinter der Kirche und nach der Kirche, vor der Kirche. Ja, das stimmt. Hat das jeder verstanden? Vor der Kirche, nach der Kirche, hinter der Kirche. Sie sollen den Mund haben. Ich habe Sie ja gar nicht gefragt. Vorhin redet er schon dauernd dazwischen mit seinem rechten Flügel. Linken Flügel, Hauptmann. Sie sollen das Maul halten. Feldwebel, schreiben Sie mal den Neugebauer auf. 3 Tage nachexistieren. Das ist übrigens der Kerl, der neulich bei der Besichtigung so dreckige Beine gehabt hat, was? Trennen Sie mal vor, der Neugebauer. Ziehen Sie mal die Schuhe aus. Da. Runter mit den Fußlappen. Los, los, los. Runter, schneller, schneller, schneller. Donnerwetter noch mal. Die Beine sind ja noch genauso dreckig wie vor 4 Wochen. Wie kommt denn das, Neugebauer? Ja, verzeihen Sie, Hauptmann, ich hab die Fiese nicht reingekriegt ins Kochgeschirr. Voll Teufel noch mal. So ein Ferkel. Feldwebel, schreien Sie auf. Noch mal 3 Stunden nachexerzieren. Der Befehl, Hauptmann. Hey, lesen Sie weiter, Feldwebel. Weiterlesen, Herr Feldwebel. Die habe ich ja nicht gemeint. Nein, Feldwebel. Ruhe, Donnerwetter. Drittens, bestraft der Musketier Meier mit einem Tag Gelindnerriss, weil er die Stimme des Herrn Hauptmann nachahmte und dabei wie ein Ochse brüllte. Ja, das ist ja ganz unerhört. Sagen Sie mal, Meier, ist das bei Ihnen zu Hause auch so Mode? Wo stammen Sie denn her? Aus Baden-Baden. So, so, stottern tut der Kerl auch noch. Na, lesen Sie weiter. Befehl, Hauptmann. Viertens, fünftens. Jetzt platzt mir aber bald die Geduld. Kann der Kerl noch nicht mal bis 4 zählen? Sie haben sich da gar nicht reinzumischen, haben Sie mich verstanden? Viertens. Die Dreckhaufen auf dem Kasernenhof in Rungsdorf müssen bis morgen 10 Uhr entfernt sein. Andernfalls legt die Garnisonverwaltung hinein. Sagen Sie mal, Neugebauer, was ist Ihnen denn? Ich musste bloß einmal niesen, Herr Hauptmann. Sie haben hier gar nichts zu niesen. Man hält das überhaupt nicht für möglich. Das ist doch unerhört geradezu. Wie dürfen Sie überhaupt hier niesen? Niest der Kerl ja mittendrin, ist ja unerhört geradezu. Es hat mich so unverhofft überrascht, Herr Hauptmann. Lassen Sie mich jetzt endlich in Ruhe, Feldwebel, lesen Sie weiter. Befehl, Hauptmann. Fünftens. Sehen Sie doch fünftens. Also ich sperre Sie jetzt wegen Ungehorsams ein. Ich muss das noch beniesen, Herr Hauptmann. So ein Ferkel, dem Nebenmann mitten auf die Brust. Das kommt bloß, weil ich mir immer die Hand vorhalten muss. Das wird mir denn doch so bunt. Treten Sie mal vor, der Neugebauer. So, ich werde Sie mal jetzt ein bisschen rannehmen. Knie, beug, streck. Vorwärts, schneller. Knie, beug, streck. Ja, was ist denn das? Sollte das etwa auch genießt sein?
durch die lange Kniebeuge gehabt und ist mir die Hose geplatzt. Die Hose geplatzt? Das hört sich ja entsetzlich an. Knie beugt, streckt, beugt, streckt, beugt. Das reißt immer weiter, Hartmann. Ich konnte nicht dafür, das sagte. So, unerhört, ja. Mir reißt aber jetzt die Geduld. Feldwebel, der Mann muss exemplarisch bestraft werden. Zum Befehl, Hartmann, es liegt sowieso schon ein Strafbefehl vom Regiment vor. So, lesen Sie mal vor. Bestraft wird der Musketier Neugebauer mit 5 Tagen mittleren Arrest, weil er nach dem Zapfenstreich mit einer Frauensperson an der Kasernentore stehend, anstatt im Bett angetroffen wurde. So, auch das noch, na, mein lieber Neugebauer, da haben Sie ja die 5 Tage Zeit, über Ihre Schandtaten nachzudenken. So, Feldwebel, lassen Sie die Leute wegtreten. Zu Befehl, Hauptmann. Moin. Schön, grinsen Sie sich noch, der Neugebauer, ja? Sie, alter Freund, Sie, Ihnen kommt die Sache wohl noch lächerlich vor. Oder wollen Sie ihn ja noch über mir lächerlich machen? Was Sie sind, die Ochse, das bin ich schon lange. Schön, tretet weg. So, da bin ich, Herr Doktor. Aha, Frau Neugebauer, ja. Also die Operation Ihres Mannes ist gut verlaufen. Aber die Krise steht unmittelbar bevor. Doch hoffe ich, dass er auch die Krise gut überstehen wird. Ja, dann kommt die Wohlfahrtsunterstützung. Ja, ich weiß ja nicht, was das mit der Krankheit Ihres Mannes zu tun haben soll. Nur Sie sprachen doch von der Krise. Und dafür ist doch die Krisenfürsorge da. Und damit es uns nach der Krise wieder gut geht, dafür ist eben die Wohlfahrtsunterstützung da. Na, ich habe es lediglich mit einer Krankheit zu tun. Ach, Sie auch? Nein. Naja, dass mein Mann nicht schon früher die Gallenverkalkung bekommen hat, das ist ein reines Wunder. Gallenverkalkung? Ja, die Krankheit, die gibt's doch gar nicht. Was? Die kennen Sie nicht, Herr Arzt? Sie schneiden meinem Mann den Bauch auf und sehen nicht, dass er Gallenverkalkung hat? Davon kann doch gar keine Rede sein. Aber natürlich, Herr Chefarzt, Gallenverkalkung kommt doch vom Schnarchen. Mein Mann, der schnarcht doch. Aber liebe Frau Neugebauer, das interessiert mich doch nicht. Naja, Sie brauchen ja nie bei ihm zu schlafen. Aber so ist eben die Krankheit entstanden. Paul hat die ganze Nacht über geschnarcht, dass die Betten zitterten und schaukelten. Sind Sie schon einmal bei Windstrecke 12 mit dem Schiff gefahren? Nee. Na sehen Sie, so schaukeln dann die Betten. Wer nicht seefest ist, der soll keinen Mann heiraten, der schnarcht. Das ist ja furchtbar. Das habe ich auch erst gesagt, aber ich habe mich nachher dran gewöhnt. Ich möchte das Schaukeln heute nicht mehr missen. Entsetzlich. Naja, in unserer Verlobungszeit, da waren wir auch erst entsetzlich. Aber bis zur Hochzeit, da habe ich mich ganz schön dran gewöhnt. Es hätte ja noch viel schlimmer kommen können. Noch schlimmer? Naja, vor Paul war ich doch mit dem Obersekretär verlobt. Der knirschte oben mit den Zähnen und unten hat er kalte Füße. Und na, umgekehrt geht's ja wohl auch nicht. Das sagen Sie nicht, Herr Erzschaf, Chefarzt. Der träumte des Nachts so stark von seiner Arbeit, die er tagsüber liegen gelassen hatte, dass er sich im Bette vollständig rumwarf. Der knirschte oben mit den Füßen und unten hat er kalte Zähne. Also reden wir doch lieber von Ihrem Manne. Wenn also dann die Betten schaukeln, nicht wahr, da wackelt doch natürlich die Wand. Das kommt doch vom Schnarch, nicht? So. Nee, nicht so, sondern ganz natürlich wackelt die Wand. Und die Wand ist mit Kalk gestrichen. Von dem Wackeln lässt sich der Kalkstaub und im Zimmer, da schwebt dann eine weiße Kalkwolke. Ich komme da immer vor wie die Engel auf dem Bilde von Raffke. Die kenne ich nicht. Na, Herr Aufschneider, Herr Bauchaufschneider, von Kunst scheinen Sie keine Ahnung zu haben. Dazu ist eben nicht jeder begabt. Bei mir ist Kunst angeboren. Ich habe sogar künstliche Zähne. Aber das Bild von Raffke hängt doch im Hundezwinger zu Dresden. Na, Sie meinen natürlich die Madonna von Raphael im Zwinger zu Dresden. Ja, es kommt ja alles auf eins raus. Naja, also von der Krankheit dieses Mannes, Gallenverkalkung, habe ich noch nie gehört. Na, da waren Sie sicher an dem Tag gerade nicht in der Schule, wie das durchgenommen wurde. Die Ärzte sollen ja als Studenten furchtbar saufen. Erlauben Sie mal. Das tun sie auch, ohne dass ich es erlaube. Ich kann mir das nur so erklären, dass eben der Kalkstaub durch Gegenzug in Paul hineingekommen ist. Also kurz und gut, Frau Neugebauer, ich habe Ihrem Mann den Blinddarm herausgeschnitten. Was haben Sie aus meinem Mann herausgeschnitten? Der Blinddarm? Das habe ich doch gar nicht bei Ihnen bestellt. Ist das vielleicht Dienst am Kunden? Da kennt ja jeder kommen, der Stückel von meinem Mann abschneiden, was ihm gerade gefällt. Und wenn er nachher die Sachen gebraucht, sind sie nicht da. Frau Neugebauer, ich habe Ihren Mann untersucht, die Gallengegend abgetastet. Sie war unempfindlich gegen Druck. Das wissen Sie gerade, wo mein Mann empfindlich ist. Dagegen zeigte die Blinddarmgegend hohe Empfindlichkeit. 27 Jahre bin ich mit Paul verheiratet. Ich weiß, wo der empfindlich ist. Und das sage ich Ihnen, die ganze Blinddarmgegend ist unempfindlich. Da können Sie sich auf meine 27-jährige Erfahrung voll und ganz verlassen. Dann habe ich Ihren Mann mit dem Röntgenapparat durchleuchtet. Die Galle war gesund, der Blinddarm vereitert. Was werden Sie bei meinem Manne, der inwendig ganz finster ist, mit Ihrem Röntgenapparat schon sehen können? Da sollten Sie lieber mich gefragt haben. Ich kenne meinen Mann durch und durch. Naja, also Sie müssen sich nun einmal damit abfinden, dass der Blinddarm heraus ist.
Soll ich mit einem Rest vom Mann über die Straße laufen, dass alle Leute mit den Fingern auf mich zeigen? Siehe mal, da kommt die Frau Neugebauer mit einem Mann ohne Blinddarm. Das sieht doch niemand. Nee, sieht niemand. Aber es haben sich schon ganz andere Dinge herumgesprochen, was an manchen Männern fehlt. Setzen Sie also Paul den Blinddarm wieder rein und nehmen Sie die Galle raus. Ja, sagen Sie mal, wollen Sie mich zum Mörder machen? Mörder? Ach, wir schreiben dann einfach nach Gottes unerforschlichem Ratschluss. Naja, mir scheint, Sie wollen mit Gewaltwitwe werden. Ich bin auf alles gefasst, Herr Chefarzt. Und außerdem, ich habe ja ein Trauerkleid in Arbeit. Nein, sowas Schickes, Sie werden entzückt sein. Wollen Sie mich jetzt also bitte, bitte zu meinem lieben Manne führen? Nein, Frau Neugebauer, nein, er steht vor der Krise. Besuchten Sie ihn jetzt, es wäre sein Tod. Ich fürchte den Tod nicht. Also bitte, bitte lassen Sie mich zu dem Lieben dahinscheinen. Na, Sie hören doch. Hören Sie doch auf mich, es wäre sein Tod. Naja, ich habe ihm Treue gelobt. Treue bis in den Tod. Und das will ich auch halten. Ich muss zu ihm und sollte es sein Tod sein. Entsetzlich. Entsetzlich. Na, was haben Sie denn, Herr Chefarzt? Was ist denn? Ach, ich glaube, ich habe es jetzt wohl selber an der Galle. Sie haben es selber an der Galle? Ach, Sie haben auch Gallenverkalkung. Da sehen Sie, das ist ja gar nicht weiter schlimm. Wissen Sie, was Sie da machen? Da brauchen Sie sich ja bloß der Blinddarm rausschneiden zu lassen. Naja, und mit sowas ist der arme Neugebauer nur verheiratet. Der braucht ja gar nicht. Der konnte sich ja längst scheiden lassen. Der konnte und der will nicht? Nee, der will sich ja nicht scheiden lassen. Warum nicht? Der sagt immer, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Was denn, scheiden passt nicht mehr in die heutige Zeit? Nee, der sagt zu mir immer, Kampf dem Verderb, die Alte muss aufgebraucht werden. Ja, also putzt mal auf, meine Herren, das muss ich euch ganz genau erklären, da müsst ihr mal genau herhören. Also ich habe ja eine Erfindung gemacht, eine Erfindung, also von der hängt die überhaupt mein Sein oder Nichtsein ab. Ach Paul, wenn du schon einmal eine Erfindung machst, das wird schon was Rechtes sein. Nun, unterbrich mich nicht, ja, was soll denn Herr Baron dazu sagen? Natürlich, mir ist das vollkommen gleich und ja, bitte sprechen Sie drüber, ja. Also Herr Baron, eine Erfindung, die ist ja so wichtig für die Schallplatte, genauso wie für den Rundfunk. Ich habe nämlich für die Interpunktion, habe ich Laute erfunden, also für Komma, Punkt, Strich und Semikolon. Das ist ja sehr interessant. Ja, wie ist denn die Sache? Wie sind denn die Laute da? Also Herr Baron, das ist so interessant. Also das Komma, das ist ein langgezogener Strich und hört sich folgendermaßen an. Das ist ja allerdings sehr interessant. Nein, Paul, wie kann man so einen Laut? Ich verstehe. Du sollst stille sein. Der Punkt natürlich entsprechend kürzer. Ja, das kann ich mir denken. Also kürzer, ja. Ganz famos ist das, ja. Ja, natürlich. Nein, Paul, die Sachen gefallen mir nicht. Damit kannst du kein Geld verdienen. Du sollst mich nicht unterbrechen. Ja, bitte unterbrechen Sie doch den Mann nicht mal, ja. Also passt mal auf, das Ausrufungszeichen kann man sich sehr leicht erklären, es setzt sich doch zusammen aus Komma und Punkt. Entsprechend umgekehrt natürlich das Semikolon. Sehr interessant, natürlich. Nein, Paul, ich kann mich damit wirklich nicht befreunden. Du wirst überhaupt gar nicht gefragt. Herr Neugebauer, Herr Lommel, kommen Sie mal heraus, es steht doch jemand da. Lassen Sie mich jetzt nicht in Ruhe, ich bin jetzt nicht zu sprechen. Ich habe eine sehr wichtige Erfindung, von der mein Sein oder Nichtsein abhängt. Also Herr Baron. Ja bitte, lassen Sie nicht stören, Herr Baron. Sehr wichtig ist natürlich das Fragezeichen. Aber noch wichtiger als das Fragezeichen ist es doch, dass man mal mehrere Punkte hintereinander machen könnte, nicht wahr? Natürlich, ja. Wie ist denn das dann? Nur mehrere Punkte hintereinander? Ja. Das ist doch wunderbar, Herr Baron. Ja, allerdings ja. Aber wie ist das mit dem Fragezeichen? Die Sache erscheint mir doch reichlich schwierig. Das Fragezeichen, Herr Baron, das Fragezeichen. Na, meinen Sie denn nicht, dass das sehr schwierig ist, für die Leute zu erlernen? Herr Baron, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, da geht alles. Nein, Paul, ich kann mir nicht damit befreunden. Ich fange nicht damit an. Ich tue das nicht. Nein, Paul. Aber du brauchst ja bloß mal ein bisschen anfangen zu üben, Pauline. Ich übe nicht solche Sachen. Aber nee, Frau, ich könnte doch mal wirklich mal einen Versuch machen. Also, Herr Baron, darf ich Ihnen eins verraten? Ich habe einen Brief eben geschrieben. Einen Brief an meinen Freund, mit dem ich die Erfindung zusammen gemacht habe. Meinen Freund Stockschnuppen. Dem habe ich einen Brief geschrieben nach diesem System hier. An dem habe ich geschrieben. Soll ich es Ihnen vorlesen, Herr Baron? Naja, natürlich. Nein, Paul, liest das nicht. Aber du wirst gar nicht gefragt. Nein, Paul, liest das nicht. Du wirst gar nicht gefragt. Aber nee, Frau, lass uns doch den Mann mal vorlesen. Jawohl. Also du passt mal genau auf. Das ist der Brief hier an meinen Freund Stockschnuppen. Mit dem habe ich doch die Erfindung zusammen gemacht. Ihr Leute, da war ja so erfreut. Worüber denn? Nur darüber, dass wir die Erfindung gemacht hatten, dass wir reiche Leute würden. Da war der Mann ja so erfreut. Und da hat er mich gleich eingeladen zu einer Flasche Moselwein. Na, der Wein, der war ja nicht besonders gut. Das war ein 1928er Rungsendorfer. Den darf man ja jetzt noch nicht trinken. Aber ich habe ihm trotzdem einen Dankesbrief geschrieben. Na, passen Sie mal auf. Mein lieber Stockschnuppen. Der Moselwein, den wir gestern zusammen getrunken haben, ist mir nicht gut bekommen. Na Herr
höre mal, Paul, das kannst du doch dem Mann nicht. Du sollst stille sein, warum soll ich das nicht schreiben können? Ja, ich muss ja auch sagen, das ist ja fabelhaft, wie Sie das so raushaben. Na bitte, fahren Sie doch mal fort. Also, mein lieber Stockschnupfen, ich muss dir ja sagen, mir ist es so merkwürdig zumute. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nein, Paul, so einen Brief kannst du doch unmöglich abschicken. Sage mal, mein lieber Stockschnupfen, ist dir der Moselwein auch so schlecht bekommen wie mir? Das ist ja, gar, das ist ja wunderbar. Wie wollen Sie das überhaupt? Wie soll denn der Mann das lesen? Na, warum? Das ist doch ganz klar. Ich meine, alles kann er natürlich ohne. Passen Sie mal auf, ich schreibe ja noch weiter. Passen Sie mal auf. Und für diesen Fall, mein lieber Stockschnupfen, was kannst du mal darauf antworten? Ach, hören Sie mal, Sie brauchen ja nicht dauernd Fragen richten, also Mann, schreiben Sie doch mal einen vernünftigen Brief. Einen vernünftigen Brief, Herr Baron, habe ich bisher noch nie geschrieben. Nein, mit dem Mann werden Sie auch nicht fertig werden. Herr Baron, haben Sie schon mal sowas gesehen? Na, sagen Sie mal, nee, Frau, wie wäre es denn, wenn Sie mal üben würden? Na, wissen Sie, das kann die Pauline gar nicht, die kann das nicht. Nein, Paul, ich übe das auch nicht. Nur versuch doch mal, Paul. Nein, ich mag nicht. Nur versuch doch mal das Fragezeichen. Pauline, versuche mal, so schreit der Mann immer vor. Ich muss mal. Na, siehste, Pauline, allmählich wirst du schon lernen. Und der Brief endet, es grüßt dich herzlichst, dein teurer Paul. Was sagen Sie dazu, Herr Baron? Ja, ich muss ja sagen, das ist eine Erfindung, die ist ja fabelhaft. Wenn Sie damit Geld verdienen könnten, und mein Mann verdient mit solchen Dummheiten Geld, das ist allerdings mein herzlichster Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Baron. Sprach der Vater zu dem Sohn, stell dich mal vors Mikrofon, schrei, brüll, gröll in die Welt, vielleicht verdienst du damit Geld. Und der Vater hatte recht. Ich hab Runzendorf gegründet, hab damit die Welt entzündet und dass ich mich erfreche, alle Rollen selber spreche, hat mir über Nacht unzählige Freunde eingebracht. Man nennt mich die Funkstundenreklametrommel, ich heiße Ludwig Manfred Lommel. Und mein früherer Beruf? Verliert heut jemand den Verstand, so stammt er aus dem Kaufmannstand. Die Inflation, das ist bekannt, trug manche Pleite übers Land. Besonders aber in Ölen muss man von je sich quälen, denn mit Benzol, Benzin ist nicht mehr zu verdienen. Mit Schmiere und Petroleum belästigte ich das Publikum. Verärgert sprach der Konsument, was heute nicht alles mit Ölen rennt. Vor Ölen und vor Fetten, da kann man sich nicht retten. Die Kerle mit Benzin, Benzol, die soll doch gleich der Teufel holen. S'is wahr, s'is wahr, s'is wahr. Pfui Teufel noch einmal. Wenn du zu einer Firma gehst und stundenlang dort Schlange stehst, ruft man dich ins Büro hinein, reichen sie die Offerte schriftlich ein. Doch wenn du schriftlich dich bewirbst, da musst du warten, bis du stirbst. Und bist du grad kein Tor, sprichst du noch einmal vor. Herr Linke sagt, es hat keinen Zweck, Herr Hofmann meint, dein Öl sei Dreck. Herr Piefke schreit, wohin möcht's führen, möcht ich denn jeden jetzt erhören? Vor Ölen und vor Fetten, da kann man sich nicht retten. Die Kerle mit Benzin, Benzol, die soll doch gleich der Teufel holen. S'is wahr, s'is wahr, s'is wahr, pfui Teufel noch einmal. Der Ölmann kommt zum Landwirt hin, wie ein Hausierer, wie eine Hausiererin. Die Landfrau schmeißt die Türe zu, es brummt der Ochs, die Kuh macht Muuu. Es muss der Ölmann in Ölen sich ganz verteufelt quälen, denn mit Benzin, Benzol ist auch auf dem Lande nicht zu holen.
Ich warte durch den größten Dreck, es reißt mir fast die Stiefeln weg und jede Landfrau schmeißt mich raus. Mein Mann ist heute nicht zu Haus. Vor Ölen und vor Fetten, da kann sie sich nicht retten. Die Kerle mit Benzin, Benzol, die soll doch gleich der Teufel holen. Das war, das war, das war. Pfui Teufel noch einmal. Trotzdem lief ich herum wie dumm. Mit Schmiere und Petroleum. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. So, Herr Bademeister, das ist hier meine Frau Gemahlin. Ja, Herr Bademeister, ich bin die Gattin von dem Manne. Freut mich sehr, gnädige Frau. Sie werden bei mir hoffentlich recht schnell schwimmen lernen. Freilich, freilich. Meine Frau schwimmt sehr gut. Fett schwimmt ja auch oben, nicht wahr? Hören Sie nicht auf den Mann, Herr Bademeister, der ärgert bloß immer seine Gattin. Bitte schön, Frau Neugebauer. Wollen Sie diese Badekabine hier zum Auskleiden benutzen? Dankeschön. Haben Sie Ihren Badeanzug bei sich? Was? Badeanzug? Nee. Nur du kannst doch hier nicht nackig drumlaufen, nicht? Was will Sie alleine? Dann bekommen Sie hier einen Anzug geborgt. Moment bitte. Ja, aber einen schönen grün-rot karierten. Apotheke, Schweinsblasen und einen halben Zentner Korken um den Bauch, da ist der Vergnügungsdampfer fertig. Ach, dich Hanschkele, dich nehme ich noch als Kapitän hinten drauf mit. So, bitte, hier ist der Badeanzug. Dankeschön. Helfen Sie mir ein bisschen die Bluse hinten aufknöpfen. So, danke. Das war alles Reißverschluss, aber man kommt mit den Fingern so schlecht dahinter, nicht wahr? Streng dich nie so an, Pauline, du schielst ja. Wenn du jetzt heulst, dann laufen da ja die Tränen Rücken runter. Geh du lieber auch einmal baden, du Hasenfuß, Zeit wär's. Ich bin eben von Natur aus so blitzblank sauber. Glauben Sie dem Mann nicht, Herr Bademeister. Der liegt ihm ja das Blaue vom Himmel runter. Das wäre heute ein Kunststück bei dem Sauwetter. Du willst ja immer ein Künstler sein. Wenn Sie soweit fertig sind, Frau Neugebauer, dann benutzen Sie bitte erst hier die Fußwaschwanne und die Brause, ehe Sie das Schwimmbad betreten. Was wollen Sie denn damit sagen? Er ist ständig, was er sagen will. Dem Herrn Bademeister ist was bei dir aufgefallen. Und da gibt er eben seine Anweisungen. Das ist so Vorschrift, Frau Neugebauer, dass sich die Badegäste im Interesse der Mitbadenden vorher säubern. Erlauben Sie mal, aber haben Sie sich vielleicht einmal meine Füße angesehen? Hey, Herr Bademeister, haben Sie da was auszusetzen dran? Werden die Beine gehören, das ist dem Bademeister egal. Sie müssen eben vorher gesäubert werden. Himmelsunter wird er nochmal. So schön als Konkurrenz konnte doch mit den Quadratlatschen sowieso nicht laufen. Darum handelt es sich ja hier nicht. Ich erfülle nur meine Pflicht. Ob die Beine schön oder nicht schön sind, geht mich nichts an. Die sind aber schön. Das hat mir der Lehrer im Dorf schon ein paar Mal versichert. Kunstig, der ist ja auch kurzsichtig. Aber ob sie sauber sind, das konnte er doch nicht beurteilen, nicht wahr? Sauber als deine sind sie bestimmt. Ja, ich bin ja 5 Jahre älter als du. Der Mann, der macht dein Rehne verrückt. So, Frau Neugebauer, da wären wir soweit fertig. Bitte schön, hier ist die Waschgelegenheit. Und dann fangen wir gleich mit dem Unterricht an. Nehmen Sie bitte die Fußbürste. Nur ihr Leute, hört euch das an. Das klingt ja, als ob ihr einen Ferkel vor euch hättet. Eine Angst hat die Frau von dem bisschen Säubern hier. Aber machen wir mal schnell los, ja? Ihr Leute, so ein Ärger hier. Die Seife liegt hier im Napf. Was hält man sowas für möglich? Seife und Scheuerbürste? Bin ich denn barfuß im Kuhstall rumgelaufen? Das weiß ich ja nicht. Aber ich? Na also, bitteschön, waschen Sie bitte hier. Ja, doch, furchtbare Leute sind das. Na, sehen Sie, Frau Neugebauer, wer hat recht gehabt? Eine Frechheit von dem Manne. So, ganz ruhige Bewegungen. 1, 2, 3. Die Arme ruhiger. 1, 2, 3. Die Beine besser auseinander. 1, 2, 3. Wie ein Frosch liegt die Alte auf dem Wasser. Herr Bademeister, da drüben, die beiden gucken immer so aufdringlich hierher. Ach nein, die kenne ich, das sind Zwillinge. Darum eben sehen sie sich so ähnlich, besonders der eine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoffentlich bekommt er es auch, ich habe nämlich schon Bauchschmerzen. Was haben Sie denn vorher gegessen? Fisch, Karpfen. 1, 2, 3. Sagen Sie mal, essen Sie gerne Fisch? Ja, ich kann sie bloß nicht töten. Na, wie machen Sie denn das da? Ich ersauf sie immer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die Frau, die klagt nämlich ewig über irgendetwas. Ach, weißt du, wie du Bauchschmerzen hattest, da hast du dich schön pimpelig benommen. Da mussten wir gleich einen Arzt insultieren. Der meinte, der Mann muss jetzt in ein Krematorium und da haben wir ihm dauernd kalte Kompressen auf den Bauch gelegt. 1, 2, 3. Lassen Sie mal die Leine ein bisschen runter, damit die Alte das Maul voll Wasser kriegt. Nicht doch, Herr Neugebauer. Pfui Teufel doch mal.
Was macht ihr denn hier? Das ist ja ekelhaft. Das Wasser, das schmeckt ja saumäßig. Kunststück, du bist ja auch schon eine halbe Stunde drinnen. Ich lass mich von der Mann einmal scheiden. Von Bett und Tisch, das sage ich dir. Wieso? Essen kann er auch nicht? Eins, zwei, drei. Und dann zeige ich dich an, der wirst du bestraft. Ist Ihr Mann schon öfter bestraft worden? Ja, ab und zu aber auch schon freigesprochen worden. Eins, zwei, drei. Ach, die Bauchschmerzen, die Bauchschmerzen. Haben Sie mal den Leib vom Arzt untersuchen lassen? Ja, er hat der Formel mit meinem Bauch telefoniert. Mit Ihrem Bauch telefoniert? Naja, ich weiß ja auch nicht. Er hat halt das Telefon hier drangehalten und gehorcht. Vielleicht hat er gedacht, du bist der Bauchredner. Ich für meinen Teil, ich bin eben im Leben mäßig gewesen. Seit 20 Jahren esse ich bloß Rindfleisch. Und wie fühlen Sie sich dabei, Herr Neugebauer? Stark wie ein Ochse. Komisch, ich esse schon seit ein paar Monaten Fisch und kann auch nicht einmal einen Meter weit schwimmen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ach, was heißt denn hier? Eins, zwei, drei, eins, zwei. Das wird mir doch zu dämlich hier. Davon kann man doch kein Schwimmen lernen, Herr Bademeister. Aber natürlich. Ach, ich denke ja nicht dran. Du kommst doch raus, Frau Lien. Ich gehe auch raus. Das braucht man schon lange nicht mehr. Das ist mir doch zu dämlich. Bitte schön. Kommen Sie raus, bezahlen Sie. Einmal Schwimmunterricht, 3 Mark, ein Hallenbad, 50 Pfennig und Wäscheleien auch 50 Pfennig. Macht zusammen 4 Mark ohne. Ihr habt wohl schlecht gefrühstückt, das bezahle ich doch nicht. Erst muss man sie von oben bis unten mit der Bürste, mit der Waschscheibe waschen, dann wird man der Freiheit hier beraubt, dann muss man sich auch noch beleidigen lassen, dann wird man wie ein hilfloser Hering ins Wasser reingeschmissen und nicht weiter gelehrt als ein, zwei, drei, ein, ander. Ihr kennt mich doch nicht hier zum Langhalten. Nee, da verzichte ich lieber. Komm, Pauline, komm. Bei uns zu Hause im Teich kannst du auch schwimmen lernen. Da binde ich dir an der Angelstock und schmeiß dir zu der Karpen rein. Ich war auf Wiedersehen, Herr Bademeister. Nee, hoffentlich nicht mehr. Also, jetzt beginnen wir mal mit den beiden neuen Kandidaten. Lass aber nicht die Leute zu lange draußen warten, Paul. Höflichkeit ist die erste Pflicht, der Kenny. Ja, jetzt wirst du mich noch belehren. Quatsch mich nicht immer dazwischen jetzt. Du quatschst, ich quatsch nicht. Du quatschst. Du sollst stille sein. Quod litet Jovi, non litet Ovi. Was heißt denn das? Was sich von Paul geziemt, geziemt sich noch lange nicht für der Pauline. Das ist lateinerisch. Wie heißt denn da mein Name auf lateinerisch? Ovi. Also, ich lasse mal den Ersten bitten, Herr. Man rufe mal rein, die Brüder, ja. Bitte treten Sie näher, mein Herr. Ja, bitteschön, ja. Mein Name ist Neugebauer Runkendorf Wendrich persönlich. Holla, holla, was ist Ihnen denn, mein Lieber? Wie heißen Sie denn? Was ist los? Amadeus Furius, Rezitator, Vortragskünstler heiterer und ernster Lyrik. Was ist Ihnen denn eigentlich, Herr? Ich habe mich nur ein bisschen verschluckt. Ein bisschen nennen Sie das, nur ich danke schön. Ich habe draußen, weil ich so lange warten musste, ein Brot mit Quark gegessen. Und nach dem Quark muss ich immer schlucken. Na, das muss aber eine schöne Sorte Quark gewesen sein, hören Sie mal. Den habe ich in Ihrer Wirtschaft gekauft. Na, hören Sie mal, die wird aber ausgeschlossen, Herr Rezentator, in meiner Wirtschaft. Sei doch stille. Was geht denn das dich an? Du bist ja gar nicht gefragt. Aber von meinen Quarken, das ist doch ganz egal. Nein, das ist mir nicht egal. Du sollst, aber jetzt, aber Pauline, komm dir sagen. Von meinen Quarken war ich eben doch. Du, da sei doch stille, Pauline. Ich lass mir doch nie nachsagen, dass die Leute von meinen... Beruhige dich doch schon, stör doch nicht den Kandidaten. Aber das ist ja furchtbar mit der Frau. Mach dein Arena verrückt. Also, Herr Kandidat, ich darf mich mal bitten, ja? Was für Gedichte tragen Sie denn vor? Verschiedene, Herr Direktor. Realistisch, futuristisch, idealistisch, alte Schule, neue Schule. Ja, ja, verstehe schon. Mittelschule, Mittelliceum, jawohl, ja. Also fangen Sie bitte mal an, ja? Da hören Sie mal, das ist aber noch nicht so. Was ist denn los? Fangen Sie endlich schon mal an. Schweigen im Walde, nichts rührt sich, die Vöglein schlafen. Na, wenn Sie so schlucken, können Sie doch nicht schlafen. Das ist ja furchtbar. Ich werde Ihnen mal was sagen, Sie. Kommen Sie das nächste Mal wieder, wenn Sie keinen Quark gegessen haben. So geht das nicht. Das ist ausgeschlossen. Jawohl, ich gehe. Ich danke Ihnen. Ich habe die Ehre. Nee, schlucken haben Sie. Auf Wiedersehen, mein Herr. Wiedersehen, ja. Aber von meinen Quark... Du fängst du jetzt wieder an. Lass mich doch... Nur von meinen Quark war es doch wirklich... Ja, ich glaub's das ja. Ist ja nicht zum... Ich hol mal jetzt mal die Dame rein. Mir wird die Sache zu summen. Kommen Sie, Fräulein, stellen Sie hierher. So, ach, wie nett, sehr lieblich, ja. Also, mein Name Neugebauer Runkendorf, Wendrich persönlich. Bitte sehr, mein Fräulein. Kunigunde Kleiste, Liedersängerin. So, ei, wei, na. Was haben Sie denn für ein Repertoire, mein Fräulein?
Ich habe bei den ersten Lehrmeistern Unterricht gehabt. Bei der Elvira Knaller-Friedlich war ich 2 Jahre. Bei Herrn Kammersänger Brüllhahn war ich 3. Das genügt mal alles, ja, das genügt mal. Was für Lieder singen Sie denn, mein Fräulein? Krieg, Schubert, Brahms, Schumann, Jensen, Wolf, Mozart, Heinz. Das will man ja gar nicht alles auf einmal hören. Singen Sie mal was von Brahms persönlich. Ja, da habe ich durch Zufall etwas ganz Schönes aufgeblättert. Der Schmied von Brahms, ganz durch Zufall, entschuldigen jetzt das. Also Herr Kapellmeister, darf ich mal bitten, hier die Termate müssen Sie lang aushalten, dann müssen Sie hier einen Strich machen, dann kommt das wieder und das andere. So, Herr Kapellmeister, du bitte jetzt. Regen Sie nicht so auf, das nächste Kapellmeister alleine. Fangen Sie endlich an und singen Sie mal. Also darf ich bitten, Herr Kapellmeister, der Schmied von Brahms. Ich höre meinen Schaf, den Hammer, er schwinget, das rauscht und klinget, das bringt in die Weite, wie Glockengeläute, durch Gassen und Platz. Kling, 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 kling. Das wird erst sehr wirkungsvoll, Herr Direktor, wenn man die Schmiede so hört, wie der Schmied immer auf den Amboss draufschlägt. Na, vielleicht werde ich mir Ihrer Lieder wegen hier noch einen Amboss in die Schmiede reinbauen. Ja, nee, wissen Sie, sowas gibt es ja nicht. Im Sendrich eine Schmiede, nee, wissen Sie. Ja, ich habe aber... Nee, nee, lassen Sie, ich werde Ihnen mal was sagen. Lassen Sie sich dadurch nicht tangerieren, dass ich Sie heute noch nicht engagieren kann für meine Oper. Wieso denn nicht? Warum denn nicht? Sind Sie mit meiner Stimme nicht zufrieden? Na ja, das schon, mein Fräulein. Aber wir müssen sehr wählerisch sein. Wissen Sie, da sind noch viele andere vor Ihnen dran, die mindestens ebenso gut singen, wenn nicht besser. Was, wenn nicht besser? Na, besser, das möchte ich wohl sehr bezweifeln. Wo ich Stunde gehabt habe bei der Elvira Knaller-Friedlich, der berühmtesten Gesangslehrerin, und die hat gesagt, dass ich glänzend ausgebildet sei. Na, die wird sich ja wundern, wenn ich ihr sage, naja, es hat ja gar keinen Zweck, dass ich mich hier unnötig aufrege. Was nicht ist, Herr Direktor, das ist eben nicht. Gott sei Dank, deshalb hänge ich mich noch lange nicht auf. Glauben Sie mir, Herr Direktor, deshalb nicht. Nein, nein, so nötig habe ich nicht. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Auf Wiedersehen. Die hat ja eine Klabatschka, die Frau, genauso wie die Pauline. Hermann, was sagst du dazu, Hermann? Weißt du, Hermann, das Gescheitste ist ja, Hermann, wir machen unseren Dreck alleine. Wir brauchen keine anderen Leute nicht. Wir singen jetzt einmal den berühmtesten Sänger von Berlin, Richard Taubrich. Mein Mädchen, wie lieb ich dich, wie leuchtet dein Auge, wie liebst du mich, o Blümlein auf dem Feld, bist mein Liebstes auf der Welt. Mein Mädchen, wie lieb ich dich. Ticke-tacke, 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 ticke-tacke. Nun, Hermann, was sagst du dazu, Pauline? Naja, ich weiß, aber von meinem Quark... Aber jetzt hör mal mit dem Quark auf, Pauline. Wir fahren jetzt mit unserem Auto, fahren wir ins Gebirge und unterholen uns ein bisschen, nicht wahr? Ja, ja, fahren wir los. Hast du denn Benzin? Ja, ja, meine wundervolle 5 PS Reuxrungsille läuft nur mit feinstem Benzin und allerbesten Rizinusöl. Was für Öl? Rizinusöl. Rizinus? Läuft denn der Wagen mit Rizinus? Nun, ich werde dir einmal Rizinus geben, Pauline. In Runzendorf, wer weiß es nicht, habe ich einen eigenen Sender. Dort sendet meine Antenne richtig bis in die fernsten Länder. Die anderen Sender in der Welt brauchen für jede Szene ein Dutzend teure Schauspieler. Ich mach meinen Dreck alleine. Also sagen Sie mal, der Gerichtsschreiber Schmeißer, was ist denn jetzt für eine Sache dran? Haben Sie was gesagt, Herr Amtsgerichtsrat? Ja. Ich möchte wissen, was jetzt für eine Sache kommt. Ach so, Neugebauer kontra Neugebauer, Ehescheidung. Aha, das ist die Sache der Ehefrau Pauline Neugebauer gegen ihren Mann auf Scheidung. Naja, also rufen Sie mal zunächst den Beklagten herein. Schmeißer, hören Sie denn nicht? Haben Sie was gesagt, Herr Amtsgerichtsrat? Ja, ich war so frei. Sie sollen den Beklagten Paul Neugebauer hereinrufen. Jawohl. Ah, ja, 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 wir haben ja so viel Zeit. Ich meine, Sie brauchen sich wirklich nicht zu beeilen. Nein, nein, ich bin ja Beamter. Herr Paul Neugebauer, bitte eintreten. Ja, ich warte schon eine halbe Stunde da draußen. Eine ganze halbe Stunde. Sagt er mal, fangt ihr immer so pinklig an? Setzen Sie sich mal zunächst. Ja, ich sitze ja schon.
Na, was ist denn das? Die lustige Witwe, ein sehr schöner Walzer. Das will ich gar nicht wissen, das will ich nicht mehr hören. Vielleicht ein anderes Stück. Sie sollen schweigen. Wenn Sie frech werden, dann findet die Verhandlung ohne Sie statt. Das wäre mir sehr sympathisch. Ihre Personalien? Paul Neugebauer, Rungsendorf. Na ja, das wissen wir ja. Wenn Sie wissen, was fragen Sie erst? Sie sind also verheiratet? Ja, leider, leider. Das leider gehört nicht hierher. Das ist Nebensache. Ja, für Sie vielleicht. Für mich ist die Hauptsache. Deshalb bin ich hierher gekommen. Schweigen Sie. Antworten Sie nur, wenn Sie gefragt sind. Was haben Sie für einen Beruf? Rundfunksendereibesitzer. Was ist das? Rundfunksendereibesitzer. Ich verstehe kein Wort. Da müssen Sie mal das Monokel ins Ohr klemmen. Da hören Sie vielleicht besser. Rundfunksendereibesitzer. R wie Rindvieh, U wie unfähig, N wie neppig, F wie Fatzke. Verstehen Sie das doch nicht? Schweigen Sie! Ich mache Sie darauf aufmerksam, mein lieber Neugebauer, dass Sie mit Frechheit hier nicht zum Ziele kommen. Sie müssen unter Umständen schwören. Das spielt keine Rolle. Ich schwöre, was Sie wollen. Ist mal ganz egal. Also, da schenken Sie uns mal klaren Wein ein. Ja, wollen Sie eine Flasche ausgeben, Herr Richter? Ich sehe schon, dass ich mit Ihrer Vernehmung so nicht vom Fleck komme. Schmeißer, rufen Sie mal die Klägerin Frau Pauline Neugebauer herein. Haben Sie was gesagt, Herr Amtsrichter? Ja, Sie sollen die Klägerin Frau Pauline Neugebauer hereinrufen. Frau Pauline Neugebauer, bitte eintreten. Guten Tag, Herr Richter. Wie geht's Ihnen, Herr Richter? Guten Tag. Ich bin nicht der Richter. Das ist der Richter. Ach, der da oben. Wie soll ich denn da raufkommen zu Ihnen, Herr Richter? Sie sollen da gar nicht raufkommen, sondern Sie sollen sich da ruhig hinsetzen und warten, bis ich Sie gefragt habe, nicht wahr? Ja, ich habe bloß nicht viel Zeit, Herr Richter. Ich will Ihnen die Sache schneller mal erklären. Passen Sie mal auf, die Sache war voll. Nein, Sie haben ja gar nichts zu erklären, sondern Sie haben zu warten, bis ich Sie gefragt habe. Verstehen Sie? Ja, Herr Richter, wenn Sie aber nicht... Ich werde Sie schon fragen. Aber für den Fall, Herr Richter, dass Sie nicht fragen... Nein, ich frage Sie. Mein Mann... Lassen Sie mich mit Ihrem Mann in Ruhe. Ich werde Sie fragen. Setzen Sie in aller Ruhe hin und warten Sie jetzt auf Ihre Vernehmung. Also, Frau Neugebauer, Sie haben Ihre Klage damit begründet, dass Ihr Mann öfter betrunken nach Hause gekommen sei. Betrunken, Herr Richter? Nein, aber besoffen wie ein Ferkel. Na. Mäßigen Sie gefälligst Ihre Ausdrücke. Außerdem habe ich noch nie ein besoffenes Ferkel gesehen. Das Ferkel aber ja. Da sehen Sie mal, Herr Baron, was heißt verheiratet sein. Schweigen Sie. Jetzt ist die Klägerin dran. Dann kommen Sie wieder dran. Dann ist wieder die Klägerin dran und dann Sie wieder. Und dann Sie wieder. Ich weiß Bescheid, ja. Also die Klägerin, Frau Neugebauer, Sie behaupten ferner, Ihr Mann hätte Sie des Öfteren geschlagen. Ja, womit denn? Mit einem Segen, Herr Richter. Womit? Mit einer Säge? Nein, mit einem Segen. Was ist denn das? Einem Segen. Das ist ein Holzschild, da steht drauf, Gottes Segen aller Wegen. Ach, das ist ja furchtbar. Ihr Mann aber dagegen behauptet, Sie hätten immer gesungen, zum Steiner weich gegrölt, gerade wenn ihr geistig arbeiten wolltet. Mein Mann geistig arbeiten? Herr Richter, da lachen ja die Hühner. Lassen Sie die Hühner beiseite. Mein Mann hat nicht geistig gearbeitet. Das war ein großer Faulpelz, geschlafen hat er. Ich sage genauso wie Shakespeare. Was nutzt denn dem Menschen sein großer Geist, wenn er im Bett liegt und schläft? Hat doch gar keinen Zweck. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber eine schlecht ausgebildete Stimme muss ja schließlich einen geistig arbeitenden Menschen zur Verzweiflung bringen. Ich habe aber keine schlecht ausgebildete Stimme. Ich habe eine sehr gute Stimme. Meine Lehrerin hat immer gesagt, ich hätte eine sogenannte Tenor-Bariton-Bass-Mezzin-Sopran-Stimme. Aber der Mann, der versteht ja nicht, der Mann. Der Lumpe, Herr Richter, den müssen Sie ja ablehnen. Der ist ja psychologisch. Der ist so unberechnungsfähig. Frau Neugebauer, wenn Sie jetzt nicht endlich schweigen, dann lasse ich Sie abführen. Was, Herr Richter, wie sprechen Sie mit einer gebildeten Person aus den ersten Schlesischen Agrarierstimmen? Ich brauche nicht schon abführen. Ich Gott sei Dank nicht, Herr Richter. Und ich weiß auch, wie man sich zu benehmen hat. Das brauchen Sie mir nicht erst beizubringen, Herr Richter. Ich habe französische Bildung gelernt in Paris, in Lausanne. Non, non, Monsieur, ich bleibe nicht hier. Non, non, ich gehe meiner Wege. Au revoir, Monsieur, au revoir. Ja, au revoir, bon voyage. Ja, Sie mich auch. Na, da haben Sie es, Herr Richter. Da haben Sie. Sehen Sie, was Sie für eine Schandschnauze hat. Und mit so einer Frau, da soll man nur bis zum Lebensende aushalten. Das Gericht zieht sich erstmal zur Beratung zurück. Kommen Sie, Gerichtsschreiber Schmeißer. Ja, Wiedersehen, meine Herren. Lasst mich nicht so lange warten. Fort sind Sie. Na, ich habe aber keine Zeit, so lange auf das Urteil zu warten. Ich fälle mein Urteil alleine. Mal her, Herren, das Urteil Neugebauer kontra Neugebauer. Die Ehe Neugebauer kontra Neugebauer wird geschieden. Pauline Neugebauer ist allein schuldig teilerklärt. In Rungsendorf, wer weiß es nicht, bin ich mein eigener Richter. Ich hab dieselben Kleider an, ich mach dieselben Gesichter. Die anderen Gerichte in der Welt brauchen für jede Szene ein Dutzend teure Anwälte. Ich sprech mein Spruch alleine. Ich wohnte mal in Berlin im Westen, 6. Stock im Hinterhaus.
möbliert, nicht gerade zum Besten. Dort hielt die vor Radau nicht aus. Was bin ich da herumgesaust nach einem anderen Raume? Doch leider verstand ich's nicht, das Wackeln mit dem Daumen. Ich fügte mich in den Skandal. Was blieb mir auch für eine andere Wahl? Und nun achtet genau auf die Geräusche, die ich dort vernahm und euch nur vortäusche. Unten im Parterre wohnte ein Zimmermann, der sägte, was er nur sägen kann. Und war die kleine Säge zu schwach, da half er mit der großen nach. Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Nebenan, oh weh, ein Zahnatelier. Der Zahnarzt spricht, seien Sie gescheit. Öffnen Sie den Mund recht weit. Sie brauchen nur ins Leere stieren, derweil ich werde den Zahn plombieren. Au, Sie werden immer blasser. Kommen Sie, trinken Sie einen Schluck Wasser. Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Gegenüber ein altmodisches Kino aus dem 18. Jahrhundert mit Asta Nielsen als 15-Jährige. Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Die Konkurrenz nebenan, ein neues, modernes Lichtspieltheater, klingt zwar gedämpfter. Aber trotzdem, meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Tagtäglich kommt ein Hofsänger, ein Bettler und bettelt im Hof. Werte Herrschaften, ich bin ein Opfer von den Krieg. Mein Vater war ein Trinker. Meine Mutter war historisch und so konnte aus mir nichts Gerechtes werden. Ich bin ins Gefängnis gewandert, unverschuldet. Der Richter meinte, er wollte je mir vorgehen mit rachmonischer Strenge, um endlich mal ein Extempel zu stationieren. Meine Damen und Herren, ich bin ein Opfer von dem Krieg. Ich war 7-mal schwer verschüttet und 8-mal leicht vermisst. Ich will Sie jetzt auf meinem neuen Balalaika-Instrument was vorspielen. Helfen Sie mir! Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Täglich kommt eine Militärkapelle vorbeimarschiert. Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Frau Lehmann hat auf ihrem Balkon eine Menagerie, nur einige davon. Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Über mir übt ein Opernpersonal dauernd den ersten Akt zu meiner neuen Rundfunkoper, verzeihen Sie den harten Ausdruck, aber die Oper heißt nun mal so, die tote Sau. Zunächst hört man das Stimmen der Instrumente, die Violine. Cello. Die Bassgeige. Manchmal rutscht der Klöppel ab, das hört sich entsetzlich an. Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Die Klarinette. Diesen Katzenjammer macht behend der Herr Kapellmeister ein End und die Oper beginnt. Wer hat mir die Sau gestohlen? Wer hat mir die Sau gestohlen? Ach, dort kommt der Graf mit schnellen Schritten.
Was schreit ihr denn, als ob ihr Hunger hättet? Man hat mir meine Sau gestohlen. Jene Sau, die nahm ich euch und hab sie getötet. Oh, das überlebe ich nicht. Ich überlebe das auch nicht. Ich möchte flüchten, auf einmal höre ich das große Gala-Monster Elite-Parade Jubel Highlight Spezial Festtagsprogramm Feuerwerk im Lunapark. Man sieht und hört das Aufsteigen einer Rakete. Meinen Sie nicht, dass das stört, wenn man das tagtäglich hört? Frau Lehmann hat eben den 13. Buben bekommen. Die Kinder schreien, Mama, 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 Mama. Da nehme ich mein Auto und flüchte. Ich kurbel es an. Paul, unser Zug fährt weg. Unser Zug fährt weg. Ach du lieber Himmel. Ja, jetzt kommen wir zu spät, zur Silberhochzeit, zum Onkel zu spät. Was machen wir bloß? Ich werde gleich mal den Onkel antelefonieren, dass wir den nächsten Zug nehmen. Ja, vielleicht, ich werde mal reingehen zum Stationsvorsteher. Vielleicht kriegen wir einen Extrazug. Ach, Extrazug nicht. Ich will mal fragen, wann der nächste Zug geht. Ich werde schnell die Karten kaufen. Ja, ja, ich werde telefonieren. Ich gehe hier rein, ja. Rein. Entschuldigen Sie, Herr Stationsvorsteher. Ich war nämlich eben am Fahrkartenschalter. Ich wollte gern eine Fahrkarte haben, aber der Fahrkartenschalter war geschlossen. Ja, wir machen auch erst eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges auf. Ja, der Zug war aber auch schon weg. So, na, und Sie wünschen? Ich wollte gern eine sogenannte Arbeiter-Urlauber-Ferien-Sonderrabatt-Sonntag-Rückfahrkarte haben. Ja, haben Sie eine behördliche Genehmigung? Nee, die brauche ich gar nicht. Ich brauche bloß die Fahrkarte, da fahre ich los. Nein, nein, wenn Sie keine behördliche Genehmigung haben, dann müssen Sie erst einen Antrag ausstellen. Aha, ja. Also zum Antrag. Sie heißen? Ich heiße Neugebauer, Herr Antrag. Herr Vorsteher. Neugebauer. Ja. Und Ihr Alter? Der heißt auch so. Ach, ich meine, wie alt er ist. Nun, er ist älter als ich, Herr Vorsteher, natürlich, ja. Ich meine Sie. Ach, Herr Vorsteher, Sie ist schon lange tot. Na, hören Sie mal, ihn meine ich doch. Ach, Sie meinen mir? Nun ja. Ach ja, das habe ich mir gleich gedacht, dass Sie mir meinen, ja. Aber warum sagen Sie es nicht? Nun, ich dachte, Sie wollen mich ein bisschen foppen. Wir haben ja Zeit dazu jetzt. Nein, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Aha. Also, wie alt? Ich bin 40 Jahre, bin ich ja, Herr Vorsteher. 40 Jahre, aber ich fühle mich, unter uns gesagt, ich fühle mich noch viel jünger. Das will ich hier nicht wissen. Na, ich kann Sie nur draußen sagen. Unglaublich. Was isst er? Am liebsten Selleriesalat. Na, hören Sie mal, ich will doch nicht wissen, was Sie zu sich nehmen, sondern was Sie... Was ich von mir gebe. Nein, ich will wissen, was Sie für ein Gewerbe treiben. Ach, gar keins. Das lohnt sich ja nie wegen der Umsatzsteuer. Na, hören Sie mal, irgendetwas müssen Sie doch treiben. Ja, das sagen Sie so leichtfertig, ich finde doch nichts. Ich fahre mal von einer Beerdigung zur anderen, das macht ja auch Spaß. Ich mache mal bei den besseren Beerdigungen, mache ich jemanden Dichter, mache ich. Aha, Dichter. Nee, nicht Aha, Dichter, ich bin richtiger Dichter, kein Aha, Dichter. So, sagen Sie mal, wenn Sie richtiger Dichter sind, was dichten Sie denn da? Nur Zinksärge. Na, das ist ja nicht auszudenken. Das geht mir auch so, ja. Hören Sie mal, irgendetwas müssen Sie doch gelernt haben. Ja, früher, jetzt arbeite ich wieder. Früher habe ich so Tapezierer gelernt, ja. Da Tapezierer. Haben wir Gesellen den Meister ausgebildet und die und dann uns. Wir haben immer alle zusammen ausgebildet, ja. So, Tapezierer. Und wie wollen Sie das beweisen? Nur, ich kann ja mal eine kleistern. Unglaublich. Ich fahre also fort. Ach, Sie auch? Wohin denn? Ich meine, ich fahre im Antrag fort. Ach so, ja. Schweigen Sie. Bitte? Sie sollen schweigen. Aha. Geboren. Ich denke, ich soll schweigen. Na, wenn ich Sie etwas frage, müssen Sie natürlich antworten. Immer soll ich antworten, immer soll ich schweigen. Sie wissen wohl selber nicht, was Sie wollen, was? Also, geboren? Ja. Ich will wissen, wo sind Sie geboren? Ach so, im Bett. Na, hören Sie mal, dass Sie nicht auf einem Kronleuchter geboren sind, kann ich mir vorstellen. Ja, das wäre von meiner Mutter ein bisschen umständlich gewesen. Extra wegen der 5 Minuten darauf laufen. Nee, wir hatten ja auch gar keinen Lohnkreuchter. Wir hatten bloß vom Weihnachtsbaum noch so eine kleine Sterinfunzel übrig gehabt. Ihre Stearinfunzel interessiert mich ja auch nicht. Nur was fragen Sie denn da erst? Sind Sie verheiratet oder Witwer? Nee, da machen Sie mal einen Strich durch beides durch, machen eine Klammer hinter und erscheinen Sie einfach unzutreffend. Ich
will wissen, ob Sie verheiratet oder Witwer sind. Sie brauchen gar nicht fragen. Ich war Strich durch, Klammer hinter, unzutreffend. Ich wünsche eine präzise Antwort. Verheiratet oder Witwer? Ich bin ja nicht präzise verheiratet. Na, also Witwer. Nee, nicht also Witwer oder Witwer steht hier. Hier steht ja nicht also Witwer. Wenn Sie schreiben also, da kommt der Bogen wieder zurück, da kriege ich die Karte erst schon Pfingsten, da brauche ich sie nicht mehr. Sie müssen schreiben eben hier oder Witwer, nicht wahr? Ja, was ist oder Witwer? Na, oder Witwer, ja, das weiß ich. Da müssen Sie die Behörde fragen. Die hat's ja gedruckt, ich hab's ja nicht gedruckt. Die wollen aber absichtlich oder, die konnten ja auch also drucken. Ist ja ein Preis, sind genauso vier Buchstaben, die wollen aber oder. Also Schreibung oder, Schreibung. Ja, ich verstehe nicht, was heißt oder Witwer? Na, oder Witwer, das heißt so, ich weiß ja auch nicht, aber ich denke also, oder Witwer, so wie Wolga-Schiffer, sowas. Ach, das ist doch unmöglich. Sie sind also Wolga-Witwer. Nein, machen Sie keinen Quatsch, ich bin Oder-Schiffer, Oder-Witwer, so, so. Hm? Sagen Sie mal, Sie halten mich wohl für einen vollkommenen Idioten. Nein, nein, dazu kenne ich Sie zu wenig, Herr Vorsteher. Unverschämtheit. So ist es. Also kurzum, wo wollen Sie hinfahren? Ich wollte gerne zu meinem Onkel fahren, der hat doch Silberhochzeit. Und die Silberhochzeit, die ist ja heute gerade, da wollten wir hinfahren. Meine Frau auch, ja. Ich will wissen, wohin Sie fahren wollen. Eben zum Onkel, wo die Silberhochzeit direkt da, wo sie stattfindet, da wollen wir feiern, die Silberhochzeit heute noch, ja. Ich meine, wie heißt die Stadt, wo die Silberhochzeit stattfindet? Ach so, das ist Peuschwitz, Kreis Jauer, südöstlich von Lippe-Detmold am Bodensee, gleich hinter Wien ist das da. Also Sie wollen nach Wien? Nein, Herr Vorsteher, wir wollen auch direkt zur Silberhochzeit. Paul, was ist denn los? Paul, ich habe eben gerade mit dem Onkel telefoniert. Na und? Denke mal, Paul. Was ist denn? Denke mal, die Silberhochzeit, die ist erst im nächsten Jahr. Was, die ist erst nächstes Jahr? Ja. Nun, da können wir ja laufen. Kinder, nein, ihr schießt ja so schlecht, so schlecht. Na, ich weiß auch gar nicht, was mit meiner Le Fauchée los ist. Le Fauchée, ich verschächen tust du die Hasen, damit kein Einzigen haben bis jetzt getroffen. Herr Neugebauer. Was ist denn? Herr Neugebauer, hier sitzt einer. Was denn einer? Nur Hase. Wo denn, Heimann, wo? Hier, Herr Neugebauer. Aha, dort ich sehen, ja. Hinterm Kraute sitzt er. Aha, je, hinterm Kraute. Ob ich ein bisschen näher rangehe? Nee, schissen Sie doch. Sie müssen doch einen ersten Hasen haben. Schissen Sie. Ja, ja, ich schisse. Na nu, der rührt sich ja gar nicht. Das Pulver, das scheint ein bisschen sehr feucht zu sein. Nee, manchmal schlafen sie so feste. Schissen sie doch noch einmal. Ja, ich schiss noch einmal. Ach, Herr Neugebauer, das ist ja gar kein Hase. Das ist ein alter Topf. Na, du bist wohl ein selten dämlicher Leibjäger. Stille, der Baron kommt, was soll der dazu sagen? Na, lieber Neugebauer, haben Sie schon was geschossen? Das knallte doch eben. Ich hab mich bloß ein bisschen geübt für den Ernstfall, Herr Baron. So, also den Kessel immer enger schließen, immer enger schließen. Hier ist ein Hase, ein Hase, ein Hase. Geht mir doch aus der Schusslinie raus, Kerl. Schießen Sie doch neu gebaut. Schießen Sie doch, Herr Baron. Nein, schießen Sie. Na, meinetwegen. Weinerei auch wieder vorbei. Viel zu feuchtes Pulver. Der ist fort, der kommt heute nicht mehr wieder, der denkt gar nicht dran. Aber wenn er wiederkommt, das sage ich in dem Schlag ist Genicke ein. Die Eisenbahn, aufpassen, dass ihr nicht in die Eisenbahn hineinschießt. Der Hase, der macht jetzt einen Bahndammrupf. So ein Feigling. Ach, lass ihn laufen. Da haben wir uns ja schön blamiert. Auf der ganzen Jagdstrecke kein Schwanz. Unerhört. Und wir wollten doch wenigstens einen Hasen heute Abend zum Abendessen mitbringen. Naja, was sollen wir nur machen? Das ist doch geradezu entsetzlich, wie wir uns blamieren. Hier liegt der Hase. Hier auf dem Bahndamme. Aha, sehen Sie, Herr Baron, da habe ich ihn doch getroffen. Nee, die Lokomotive hat einen Kopf abgefahren. Wir können uns aber nicht blamieren und sowas sagen, der Kopf abgefahren. Wir müssen den Hasen geschossen haben. Jeder muss einen Hasen geschossen haben. Ich telefoniere das Delikatessgeschäft an. Sie sollen uns noch schnell 5 Hasen per Auto herschicken. Das ist ja eine famose Idee, ja. Ob das Ihre Gattin glaubt? Ach, die glaubt alles. Den einen Hasen, den bringen wir gleich zum Abendessen mit. Die anderen 5 hängen noch beim Baron in der Kielhalle, sagen wir nicht wahr? Ausgezeichnete Idee. Also dann heute Abend auf Wiedersehen beim Hasenschmaus. Auf Wiedersehen, Herr Baron. Guten Appetit, Herr Baron. Auf Wiedersehen. So, Helmut, Herr Neugebauer, gib noch mal schnell den Hasen her. Warum denn? Du sollst doch mal den Hasen hergeben. Läge mal den Hasen hier ganz ruhig hin, so. Warum denn, Herr Neugebauer? Läge ruhig hin, so ist richtig, ja. Geh aus der Schusslinie raus. Aber Herr Neugebauer, geh weg aus der Schusslinie. So, du Feigling, dir werde ich das anstreichen. Mein dieser Hase, der Hase hat aber furchtbar viel Schrot im Genicke. Vielleicht soll ich ihn das nächste Mal mit dem Torpedo schießen, ja? Wie ich den Hasen rupfte, habe ich immer an dich denken müssen. Wieso, sehe ich aus wie ein Hase? Nee, dir gehen aber die Haare auch so aus, Paul.
so, Herr Baron, bitteschön, nehmen Sie Platz. Nehmen Platz, Herr Schaften. Hier der Stempel, hier der Kantor. Auf der einen Seite freue ich mich auf den Hasen. Auf der anderen Seite gibt es noch eine schöne Suppe. Esst, Herr Schaften, esst, lasst euch gut schmecken. Sie bewirten uns wieder so glänzend wie Frau, so glänzend. Was soll denn das eigentlich sein? Fleischbrühe. So, na, da habe ich mich 40 Jahre in Fleischbrühe gewaschen. Fürchterlich, dieser Neugebauer, entsetzlich. Ja, der Mann, der ärgert einen. Ach, ich kann schon nachts nicht mehr schlafen. Stundenlang wälze ich mich von der einen Seite auf die andere. Kunstig, wenn ich das täte, könnte ich auch nicht schlafen. Bring jetzt endlich mal den Hasen rein. Hier steht er ja schon, sperr doch die Augen auf. Und so schöne schlesische Klösel dazu. Ja, die sehen ja so schwarz aus. Das seien eben Trauerklösel, weil ihr so wenig geschossen habt. Ihr Mann hat doch allein 6 Hasen geschossen. Denken Sie mal, 5 hängen noch bei mir in der Kühlhalle. Lass mir erst einmal das Messer ein bisschen setzen, ja? Die eine Seite von dem Hasen ist ja verteufelt, hat es das hier. Nimm doch von der anderen Seite, die ist welcher. Hier, Herr Baron, gib mal den Teller her. Hier, schwupp, hier hast du was welches. Donnerwetter, ja. Ist ja sehr freundlich, aber sagen Sie mal, Donnerwetter, ja. Was riecht denn eigentlich hier so? Das welche, das riecht ein bisschen, Herr Baron. Aber das hatte, das können Sie doch nicht essen. Ja, verzeihen Sie meine Gnäste, eine Frage, ja? Was hat's denn, mein lieber Herr Baron? Eine Frage, sagen Sie mal, nehmen Sie das nicht übel, aber ist ja fürchterlich. Haben Sie denn auch den Hasen ausgenommen? Nee, ich habe ihn bloß gerupft. Gerupft, das ist ja furchtbar, das ist ja entsetzlich. Sowas lebt nicht. Nein, die Frau, die hat ja gar keine Bildung nicht. Da gibt man sich Mühe, eben Hasen akkurat einen Kupp abzuschissen, um recht sauber nach Hause zu bringen. Man bringt so eine reiche Beute nach Hause, da vermanscht einem die Frau den schönen Braten. Das ist ja furchtbar, ich bin so einer Frau. Das hat eben geklopft in die Klinge, geh mal raus. Ich geh nicht raus, geh du. Allein? Guten Abend. Na, was wollen Sie denn? Ich komme vom Delikatessgeschäft und bringe die von Ihnen telefonisch bestellten 5 Hasen. So eine verschwindelte Gesellschaft seid ihr. Ihr liegt mir hier vor, 6 Hasen geschossen zu haben. Dabei habt ihr bloß 5 gekauft. Und der 6., der ist auch noch keines natürlichen Todes gestorben, Pauline. Wieso denn? Ja, denken Sie mal, die Frau, die Eisenbahn hat ihm den Kopf abgefahren. Er hatte doch aber so viel Schrotkörner im Bauche. Ja, ich habe auf alle Fälle noch ein paar aufgebremst. Und wenn du jetzt nicht stille bist... Aber Paul... Da kriegst du von mir einen Kissel, Pauline. Wir wollen uns da wieder vertragen. Seien wir doch einmal ehrlich. Ich kann keinen Hasen schissen. Du kannst keinen Hasen braten. Und der Baron, der kann keinen essen. Lass mir doch in Zukunft das Viehzeug lieber leben. Ich liebe meinen Paul so sehr. Und ich meine Pauline noch viel mehr. Bei uns dort gibt's kein Streit und Zank nicht. Also was kennen wir Gott sei Dank nicht. Und fängt er mal ein zu zanken an. Na, da ist es, Märchentels der Mann. Aber da spricht er bloß, komm auf mein Schoß. Und schon geht's Radio los. Ich hör mit meiner Frau verknucht gern Radio. Radio bis in die tiefe Nacht. Wenn ich des Nachts dann den Antennrich ehren tu, dann schläft ganz Rumsendorf in dieser Ruhe. Ja, ja, wir hören beide Gott so gerne Radio. Radio bis in die tiefe Nacht. Wollt ihr so glücklich sein wie wir, dann macht es gerade so. Des Rätsels Lesung liegt im Radio. Ach ja, Paul, jetzt müssen wir mal Radio hören. Warum brauchen wir immer Sendern? Wir wollen auch einmal Radio hören. Ja, lass mich mal was einstellen. Ich werde mal einstellen hier. Na du, da wird ja nicht recht. Ich hab ja schon was. Ich hab ja schon was. Eine wundervolle Platte. Eine wundervolle Sache kommt hier durch. Eine Platte von Karuserich. Von Karuserich. Du, denke mal, Karu, sei mal ganz still. Die fangen schon an. Die fangen schon an, sei still. Trügerisch sind Weiberherzen, mögen sie klagen, mögen sie scherzen, abspiel dein Lächeln um ihre Züge, oft fließen Tränen, alles ist Lüge, habt ihr auch Schwüre zum Unterpfande auf lockeren Sand.
habt ihr gebaut? Ja, habt ihr gebaut? Nein, nein, Pauline, wenn ich sowas höre. Entzückend, entzückend. Nur siehe mal nach, was auf einer anderen Station ist. Augenblick auf der anderen Seite. Aber Paul, du bist ja ein Schwindler. Das war ja gar nicht Caruso. Nee, warum denn nicht? Ach, der Caruso, der singt doch Italienisch. Ach so. Na, Pauline, da musst du dich doch dran gewöhnen. Bei uns in Rungsendorf, da ist alles möglich. Aber ich suche jetzt mal eine andere Station hier. Guido Gialdini in Köln. Pass mal auf. Was machst du denn, Pauline? Ich mach ja nicht. Du hast am Kondensator nicht gedreht. Ich doch nicht. Ich suche jetzt was anderes. London, Jacques Smith. Oi, oi, oi. Sometimes I'm happy, sometimes I'm cruel. My disposition depends on you. I see the rain, the scale on your eyes. Nein, das geht aber nicht, Paul. Immerfort kannst du nicht am Kondensator nicht drehen. Warte mal, jetzt kommt Wien, die Josma Selim. Das ist ja so entzückend. Ich möchte so gern mal in Grinzing sein, beim Wein, beim Wein, beim Wein. Dort schaut man bis tief in den Himmel rein, beim Wein, beim Wein, beim Wein. Na, immerfort aber doch nicht dasselbe. Na, warte, es kommt ja noch was anderes jetzt. Hier. Ach, das ist ja furchtbar hier. Nein, das ist ja, du bist ja ganz verkehrt reingeraten hier. Wieder in unseren Rungsendorfer Sender, immer wenn der Hermann spielt. Nein, das ist ja... Und trotzdem, Pauline, ich höre ja so gerne Radio. Wenn ich mit dir am Radio sitze, da bin ich ja so glücklich. Ich höre mit meiner Frau verknucht an Radio. Radio bis in die tiefe Nacht. Wenn ich des Nachts an den Antennenrichtern tu, dann schläft ganz Rungsendorf in süßer Ruhe. Ja, ja, wir hören beide Gott so gerne Radio. Radio bis in die tiefe Nacht. Wollt ihr so glücklich sein wie wir, dann macht es gerade so. Des Rätsels Lösung liegt im Radio. Ach, nur gute Nacht, mein lieber Paul. Schlaf wohl. Ach, gute Nacht, Pauline, schlaf wohl. Und vergiss nicht, deinen Antennenricht zu beerdigen. Nee. Die Frau, die macht einen noch reine verrückt. Ist vielleicht auf dieser Bank noch ein Plätzchen für mich frei? Naja, wie Sie sehen, ich sitze ja alleine hier drauf. Ach, sehr freundlich. Ja, das bin ich immer. Verzeihen Sie, wenn ich mich dann hier hinsetze. Ja, ich verzeihe Ihnen, ja. Was halten Sie wohl von dem Wetter? Was soll ich da halten? Wenn es so bleibt, dann ist es eben unveränderlich. Ja. Und trotzdem ist es ein bisschen windig. Naja, das habe ich heute schon mal gehört. Es muss sich ja demgemäß schon rumgesprochen haben. Ja. Wer bei dem Wetter nicht erkältet ist, sage ich immer, der ist auch nicht gesund. Nee. Ich habe gestern leicht Angina bekommen. Ach, Sie haben wohl einen großen Apparat. Wieso denn das? Na, ich bekomme mit meinem Volksempfänger keine ausländischen Sender. Ach, Angina ist doch eine Halsentzündung. Ich denke, das heißt Angora. Angora. Angora, so heißt doch eine Katze. Angora ist eine Katze? Natürlich ist das eine Katze. Wo kommt denn die daher? Na, eben aus Angora. Angora, das liegt wohl da oben. Nee. An wem liegt's denn? Na, an mir jedenfalls nicht. Das liegt mehr da unten, so am Urwald. Am Urwald? Ja. Direkt am Urwald? Naja, so direkt auch nicht gerade. Na, Sie wissen es wohl auch nicht genau. Na, ich werde mir's mal überlegen. Also passen Sie auf. Am besten gehen Sie im Urwald die Bahnhofstraße hinunter, immer geradeaus an den Taschenuhren vorbei. Die Bäcker lassen Sie links liegen und da, wo die Bäume so anfangen, so dicht zu werden, dass man vom Urwald nichts mehr sieht, dann müssen Sie noch einmal fragen. Ja, wen soll ich denn da fragen? Nur wer da so gerade vorbeikommt. Aha, nur wenn aber gerade ein Löwe vorbeikommt. Nur den fragen Sie lieber nicht. Nee. Den schauen Sie nur scharf an, dann geht er zurück. Wenn er aber nur nicht zurückgeht? Nur dann gehen Sie eben zurück. Ja, wie weit denn? Nur wie weit? Na ja, so wie Sie eben gekommen sind, so die Bahnhofstraße zurück und zwar so weit, bis Sie nicht mehr weiterkennen. Und dann? Dann greifen Sie nach hinten, nehmen Mist und schmeißen ihn dem Löwen in die Augen. Wenn ich nur aber keinen Mist bei mir habe. Verlassen Sie sich drauf, Sie haben, Herr.
Tja, nur weiß ich aber immer noch nicht, wo Angora liegt. Das liegt eben daran, dass Sie in der Schule nicht aufgepasst haben. Ja, wie das durchgenommen wurde, da hatte ich vielleicht gerade die Masern. Sehen Sie, das habe ich Ihnen gleich angemerkt. Mit Ihnen, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, ich habe nämlich plötzlich so einen Druck im Halse. Das ist Angina. Angina? Ja, woran liegt das denn? Das kann ich Ihnen genau sagen. Das liegt an der Bank, auf der Sie sitzen. Die ist nämlich feucht. Warum sagen Sie das nicht gleich, Sie Rindvieh? Na, erlauben Sie mal, Sie nehmen Sie das Wort zurück. Nee, ich denke ja gar nicht dran. Ich kann Sie höchstens umtauschen. Das ist eine Frechheit. Sie nehmen das Wort zurück jetzt. Nein? Gut, dann gehe ich meiner Wege. Ein Auflauf vor einem schlesischen Bauernhäuschen, eine unmögliche Handlung in mehreren Mundarten. Es spricht zunächst der Württemberger. Hatte ich es doch wieder einmal ein seltener Fall, die Weichgarete, wo die Spiebel nahgang ist, die hab die Spiebel et über der Steglaube sehen. Ich glaub, der Fuh ist schon ins Haus neingange. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht möglich. Die Stierle von dem Häusle war geschlossen, die große eiserne, gusseiserne Tür, das reguläre Gusseisen, ja geschlossen warst du. Der Berliner. Erlauben Sie, Mann, hier bloß keine derartige gemeine Ausdrücke hier, meine Gegenwart, verstehen Sie die? Darin bin ich nämlich ein ganz komischer Mensch, das kann ich Sie vertragen, wissen Sie? Es kann Sie doch egal sein und ist auch mir egal, ob das Kind in das Haus drin gegangen ist oder nicht. Aber von wegen die gemeinen Ausdrücke, verstehst du? Das will ich nicht nochmal hören. Sonst gibt's eins auf die Verstärkerröhre, dass ihre Funkstunde geschlagen hat, verstehst du? Der Sachse. Noch Herrn Zimmel, wehs Knäppchen, da werden sich doch nicht wegen so einer Kleinigkeit streiten. Gott verdimm ich noch einmal. Also ich hab sie nämlich da drüben an der Ecke gelauert und wehs genau, das kleine Kind ist nicht ins Haus hineingegangen. Der Hamburger. Aber meine Herren, machen Sie doch bloß keinen Streit. Das kann ja wohl gar nicht angehen, dass das Kind in dem Haus drin ist, nicht? Der Oberschlesier. Pierron, ihr Mensch, was habt ihr für Gelabere? Was ist da schon dabei, wenn auch das Kind nicht hereingegangen ist? Nur schön, dann ist es eben draußen geblieben. Der Bayer. Herrgott, Sakrament noch mal, macht ihr hier so ein Zauwirtschaft wegen so einem Malefizbua? Komm jetzt lieber in die Schenke, wir trinken noch zwei Maß Bier. Der Franzose. Pardon, meine Herren, ich kann Ihnen genau sagen, das Kind ist nicht gegangen in die Aus. Der Engländer. Well, aber ich weiß ihn genau, sein das Kind doch gegangen for a little time directly in die Haus. Das Kind muss sein in die Haus. Der Herr Baron von Knullrich. Sagen Sie mal, das ist ja direkt fantastisch, das ist ja wahnsinnig. Also, ich hab doch den Bengel auch nicht gesehen. Der Kantor Stockschnupfen. Auf der einen Seite habe ich das Kind hineingehen sehen, auf der anderen Seite kann es am anderen Ausgang wieder herausgegangen sein. Der Herr aus Pabianice. Wieso streiten Sie sich ja so, meine Herren? Ist es Ihr Kind? Auf einmal öffnet sich die Tür des Bauernhäuschens, eine echte biedere schlesische Mutter tritt mit einem Knüppel bewaffnet heraus und ruft. Ihr verknüpft Räster, ihr wollt ja nicht gleich machen, dass er auseinanderkommt, ich hau euch mit dem Knüppel alle auseinander, ja verdammter Mogo, ja ihr Räster, ihr kostet mal Lob hier, ja? Und das war Pauline Neugebauer. Also wenn ich hier so vor meiner Flasche sitze, da sage ich mir immer, also, es hat ja sowieso, also alles gar keinen Zweck, das ist ja alles Quatsch, nicht wahr? Ob das nur Cognac ist oder Rumsendorfer Korn, oder Bier, mir ist das alles also ganz egal. Die Hauptsache ist, es schmeckt und schmecken tut sowieso immer. Und wenn es auch mal nicht schmecken würde, da würde es dann trotzdem das Zeug gesoffen werden. Das ist ja, also runter schmeckt besser wie rauf. Jetzt stecke ich mal noch eine Zigarre an. Wo sind denn die Streichhölzer? Ach, die Pauline hat wieder die Streichhölzer verlegt. Da liegen sie ja, die Streichhölzer. Ja? Wenn wir uns mal eine Zigarre ins Gesicht stecken von den Zigarren hier, und dann werden wir sowieso als Quatsch. Also, eine gute Havanna ist das. Die scheint noch nicht richtig zu brennen, oder die ist die verkehrte Seite.
Besser Sonne ist das. Also mir ist ja schon alles ganz egal. Wir sterben lieber heute als morgen. Ich hab den ganzen Kopf voll Sorgen. Hab keinen Vater und keine Mutter. Aufs Brot nicht mal die nötige Butter. Wenn ich nicht bald den Arzt beerb, dann ist mir's lieber, wenn ich sterb. Sterben müssen wir alle mal. Mir ist von alles ganz egal. Ach, das ist furchtbar, ist das. Selbst Steuern soll ich noch berappen. Sie wollen das Letzte mir wegschnappen. Ich zahle nicht, ich kann's beteuern. Ich hab ne Wut auf alle Steuern. Ich soll bezahlen mit Barschecken. Die können mich alle nicht entdecken. Ich bin auf Reisen allemal. Mir von alles ganz egal. Also, das sag ich mal. Also. Feuer soff ich wie ein Stier. Helles, dunkles Lagerbier. Ich soff mit Freunden im Verein. Jetzt sitz ich vor mein Glas allein. Ich sitze da mit offenem Maul und bin zum Saufen schon zu faul. Die Nase tropft, das Bier wird schal. Mir ist schon alles ganz egal. Ich liebte manches Mägdelein, doch musste stets eine Hübsche sein. Jetzt bin ich verheiratet, welch Malheur. Meine Olle gefällt mir gar nicht mehr. Hat Beine wie ein Broschengaul, in halben Zahn bloß noch im Maul und auf der Nase ein Muttermal. Ah, mir ist schon alles ganz egal. Am Rundfunk spreche ich seit Jahren schon. Ich sang viel Platten für Homophon. Im Theater spiel ich alle Tage. Auch oft im Varieté ist es ne Plage. Jetzt soll ich noch zum Tonfilm gehen. Dann könnt ihr mich auf der Leinwand sehen. Der Hauptsache, es wird bezahlt. Sonst ist mir alles ganz egal.